Ja, es ist Sonntag. Wir sind ja da. Check 24 Gold. Was? Tag auch im Jahr 2019. Ich wünsche Ihnen erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr. So, Freitag geht's wieder los, die Rückrunde. Die Bayern müssen dann nach Hoffenheim und sie wollen natürlich Borussia Dortmund noch vom ersten Platz verdrängen. Stellen doch schon die Weichen für die Zukunft, für den Sommer. Pavard, der Weltmeister, ist schon fix und noch viele andere junge, aber auch teure Spieler stehen zur Disposition. Was bedeutet das aber für die Alten, wie zum Beispiel für Mats Hummels? Und wer muss noch zittern um seinen Platz beim FC Bayern? Im Moment ist auch wieder Transferphase. Sie wissen das, haben es sicherlich mitbekommen. Die Summen werden ja immer verrückter. Jüngstes Beispiel, Christian Pulisic wechselt von Borussia Dortmund im Sommer zu Chelsea. 64 Millionen. Wir fragen, wohin soll das Ganze eigentlich noch führen? Ja, und dann Freitag. Ich denke immer, Fußball hat man ja fast alles erlebt, aber die Posse um den Trainer von Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel. Erst hieß es, Vertrag wird nicht verlängert, 24 Stunden heißt es. Och, vielleicht machen wir ja doch mal weiter. Jo, jetzt überlegen Sie mal, Wochenanfang. Wir schalten den Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer und wollen jetzt wissen, was ist denn da los, wo es doch so gut lief, zuletzt bei der Fortuna. Er hat auch einiges vor. Er will der jüngste Präsident vom Hamburger Sportverein werden, nächsten Samstag. Hier ist der ehemalige Nationalspieler, hier ist Marcel Janssen. Ein bisschen nervös vom nächsten Wochenende? Nee, eigentlich jetzt mehr auf die Sendung hier mit dir wieder. Ja? Das ist anstrengender, ne? Ja, ist anstrengend. Wir haben hier ein bisschen im Archiv rumgekramt, schau mal. Wir müssen natürlich auch über einen der älteren Bayern-Spieler sprechen. Er ist 12 Jahre da. Erinnerst du dich an die Szene? Franck Ribéry ist zu erkennen. Was da drin ist, kann man erahnen. Ja. Ich glaube, ich weiß auch, wer da unten jetzt kommt. Ja. Ja, wer denn? Physio, oder? Das ist Physiotherapeut? Warst du das nicht, der das Wasser auf den Kopf gekriegt hat? Nee, war unser Physiotherapeut. Du hast ja ganz nasse Haare gehabt. Der hat sich nur gut gehalten. Ja? Na gut, wollen wir nachher noch mal klären. Ne? Also, Franck Ribéry, auch ein Thema bei uns. Unsere weiteren Gäste heute Morgen, freue mich sehr. Er ist seit 6 Jahren Präsident bei der Spielvereinigung Unterhaching. Hier ist Manfred Schwabel. Manni. Jawohl. Er war mit dem BVB im Trainingslager. Freier Journalist ist er. Oliver Müller. Guten Morgen. Und der Sport1-Chefreporter Florian Plettenberg. Guten Morgen. Der Fußballchef vom Redaktionsnetzwerk Heiko Ostendorf. Guten Morgen. Und der Sport1-Experte Stefan Effenberg. So, wie immer an der Stelle, kleine Erfrischung. Was Kühles gönnen wir uns. Nee, bleib noch hier, bleib noch hier. Ist alkoholfrei, keine Sorge. Denn jetzt muss ich erstmal Ruth auch noch ein frohes neues Jahr wünschen. Schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank. Ja, das wünsche ich natürlich auch noch. Toll, dass wir wieder loslegen. Schönen guten Morgen zusammen. Also irgendwie haben wir uns doch schon an diese Wahnsinn-Transfersummen gewöhnt. Man muss sich einfach jedes Transferfenster wieder damit befassen, dass man gute Spieler einfach nicht für günstig Geld bekommt, sondern da muss man mehrere Millionen auf den Tisch legen. Also dreht sich diese Transferspirale immer weiter. Wir sind jetzt bei ja, so 35 Millionen für ein 18-jähriges Talent oder bei 80 Millionen für einen 23-jährigen Hernandez. So ist das nun mal, das ist der Markt, aber das müssen wir ja trotzdem irgendwie nicht gutheißen, oder? Was sagen Sie dazu, liebe Zuschauer? Unsere Frage der Woche: Irrer Fußballmarkt, sind die hohen Transfersummen gerechtfertigt? Rufen Sie uns auch in diesem Jahr wieder an unter der 01379 011 011. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter. Und dann ist auch unser Live-Voting schon wieder online gestellt auf sport1.de/mittendrin. Sie kennen das also gerne mit abstimmen. Ja, Thomas, du hast da irgendwie in der falschen Zeit Fußball gespielt, oder? Wie viel wurde für dich gezahlt? Naja, 8 Millionen D-Mark, glaube ich, ungefähr. Immerhin. Das war sogar der teuerste Transfer innerhalb der Bundesliga. Ja, ja, das ist natürlich heute, kriegt man da keinen mehr für, muss man ganz klar sagen. Also, seit Jahren wird der personelle Umbruch beim FC Bayern ja erwartet. Jetzt scheint er endlich tatsächlich auch zu kommen und er scheint auch heftig auszufallen. Ein Weltmeister kommt schon, ein anderer vielleicht sogar noch früher. Zwei Sachen sind sehr auffällig. Die Bayern schauen sich fast ausschließlich nach sehr jungen Spielern um und sie wollen nochmal deutscher Meister werden. Der
Der Rekordmeister krempelt die Ärmel hoch. Kampfansagen Richtung Dortmund. Bayern hat das Titelrennen noch nicht aufgegeben. Ich gehe davon aus, dass wir das noch schaffen werden. Und ich denke, dass wir am Ende deutsche Meister werden. Bayern München plündert jedenfalls das Festgeldkonto. Der lange versäumte Umbruch wird endlich durchgeführt. 35 Millionen für Weltmeister Pavard, eventuell 35 Millionen für den 18-jährigen Hudson-Odoi. Fest steht, dass wir den Spieler gut finden, dass wir großes Interesse haben, ihn zu verpflichten. Dazu vielleicht 85 Millionen für Weltmeister Hernandez. Und wenn die Bayern James behalten wollen, müssten weitere 42 Millionen im Sommer fix bezahlt werden. Wenn dann auch noch Werner, Havertz und Jovic aus ihren Verträgen herausgekauft werden, drohen insgesamt Ausgaben in Höhe von rund 400 Millionen Euro. Die Zeit der Vernunft könnte zu Ende gehen. Und die Zeit vieler etablierter Leistungsträger ebenfalls. Robben, Rafinha und Ribéry gehen bestimmt. Für andere dürfte es künftig eng werden. Da herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf. Das ist ganz wichtig. Die schwache Vorrunde und der starke BVB haben den Rekordmeister sichtlich aufgeschreckt. Das hat uns auch, sag ich mal, stark gemacht. Da haben wir viele Gespräche geführt, auch mal unangenehme Gespräche. Salihamidzic will jetzt einen jungen und hungrigen Kader bauen. Wir glauben, der Umbruch der Bayern wird so teuer und so radikal wie noch nie. Stefan, teilst du unsere These? Bitte nochmal. Teilst du diese These? Was teile ich? Ob du die teilst, die These. Ja, dass er teuer wird auf jeden Fall. Radikal würde ich jetzt nicht sagen. Es wird einen Umbruch geben, logischerweise. Aber radikal heißt für mich, dass du 10, 12 oder 15 neue Spieler holst. Also das sehe ich jetzt nicht. Aber es ist natürlich an der Zeit, etwas zu tun. Ich glaube, dass wenn man mal so einen schlechten Lauf hat, wie die Bayern in der Hinrunde, dann öffnet man auch mal die Augen und sagt, hey, irgendwas müssen wir jetzt tun. Allerdings, und da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit, dass sich die Philosophie des FC Bayern ein bisschen verändert, wenn man permanent oder nur auf junge Spieler geht. Das birgt dann auch eine gewisse Gefahr für die Ansprüche, die der FC Bayern einfach hat. Wo ist die Gefahr? Du warst ja auch lange bei den Bayern. Wo siehst du eine Gefahr? Nee, ich sehe da überhaupt keine Gefahr. Ich glaube, dass Bayern genau weiß, was sie tun. Ich glaube, dass die nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig denken. Und wenn man junge Spieler die Chance gibt, dann glaube ich, werden sie die entwickeln. Also ich glaube, dass, ich meine, die machen es ja nicht erst seit ein paar Jahren, dass die wirklich ein Konzept im Kopf haben. Und ich glaube schon, dass da was dahinter steckt. Was steckt dahinter? Dass sie mittelfristig die Nummer 1 in Europa sind. Mittelfristig heißt für welchen Zeitraum peilst du da an? 5 Jahre? Weil du kannst es ja nicht nur immer 1-2 Jahre planen, sondern 3 bis 5 Jahre, schätze ich mal. Und darum werden sie auch für junge Spieler einbauen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das genau der richtige Weg ist. Die Frage ist ja auch, warum wollen sie so sehr auf junge Spieler setzen? Ne? Also ich glaube, dass Bayern auch ein Problem hat, dass sie die ganz große Kategorie einfach nicht bekommen. Also wenn wir jetzt über Spieler reden wie Eden Hazard oder auch ein Harry Kane, glaube ich zum Beispiel, die würden halt auch momentan nicht zum FC Bayern gehen. Und ich glaube, dann musst du halt dich anderweitig umschauen. Ne? Also ich glaube, woher weißt du, dass sie nicht kommen wollen? Also vermute ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, dass da halt in England zum Beispiel andere Summen gezahlt werden und dass Bayern halt eben diese Top-Marke einfach momentan nicht ist. Ja, aber jetzt nehmen wir mal wieder so Chelsea als Beispiel. Ja? Spielen um Platz 4 und 5. Ja? Verdienst du sicherlich mehr Geld, aber gewinnst doch keinen Titel, oder? Im Moment. Ich sehe das auch. Ich kann das auch nicht teilen. Ich glaube auch, dass vor vielen, vielen Jahren, als Lewandowski, Ribéry und Co. gekommen sind, dass das jetzt nicht Harry Kane und Hazard waren. Also auch da sind diese Spieler nicht gekommen, sondern zu Real Madrid oder Barcelona gegangen. Und Bayern München war trotzdem immer nah dran, die Champions League zu gewinnen oder ins Halbfinale zu kommen. Also von daher sehe ich den großen Unterschied. Nicht nur, dass die Summen insgesamt natürlich deutlich wachsen, aber bei Bayern München, glaube ich, sind immer die Spieler gekommen, mit einem guten Scouting nachher, die schon eine gute Klasse hatten, aber eben noch zur Weltklasse aufsteigen konnten. Und das ist halt die Chance, dann eben eine große Rolle dann auch international zu spielen. Aber war es nicht schon immer so auch beim FC Bayern, dass im Sommer immer 4, 5 Spieler auf jeden Fall gekommen sind? Stefan, das war doch so immer. Ja, das war so. Blutauffrischung hieß es doch. Aber es war immer ein Stück weit eine Mischung eben aus jungen Spielern, die ein hohes Potenzial haben oder halt Erfahrene mit einer großen oder hohen Qualität. Ja. Und diese Mischung sehe ich bei dem, was jetzt gerade im Raum steht oder die Namen, die im Raum stehen, eben nicht. Und ich denke, der Anspruch des FC Bayern ist jedes Jahr, die Champions League zu gewinnen oder zumindest in die Nähe zu kommen. Und ich glaube eben, dass mit vielen jungen Spielern das nicht funktionieren wird. Und Uli Hoeneß hat früher schon immer gesagt, wir sind kein Ausbildungsverein in dem Sinne. Natürlich sind das Spieler, die eine hohe Qualität haben, aber
Es birgt auch eine gewisse Gefahr. Also das muss man klar und deutlich so sagen. Und es spricht auch nicht gerade für den Nachwuchs NLZ, für den FC Bayern. Weil die da hochkommen und eigentlich auch den Sprung schaffen wollen in den ersten Kader, ja, der wird ja versperrt durch 3, 4 oder 5 18-, 19-Jährige. Das muss man auch sagen. Du warst ja dabei im Trainingslager. Haben Sie vielleicht dann doch schon zu viel Alte, dass man deswegen auf junge Spieler auch gehen muss? Ja, also ich kann Stefan, glaube ich, erstmal ein Stück weit beruhigen, weil Niko Kovac hat das auch in Doha gesagt. Es wird darauf ankommen, dass man nicht nur junge Spieler holt, sondern auch erfahrene. Und ich glaube, das wissen die Bayern. Robert Lewandowski hat das auch gesagt. Lasst uns lieber 2 Granaten holen statt 5 Mittelklasse-Spieler. Das wird sehr, sehr interessant werden. Und ich kann Stefan auch nur recht geben, wir reden hier über Unsummen. Aber es gibt keinen Spieler, der aus dem Nachwuchs momentan in Reichweite ist, im Blickfeld ist. Das ist für die Bayern schon ein Armutszeugnis. Was für... Ja, deshalb gucken sie ja auch nach internationalen Talenten. Und wenn man die Namen, die jetzt teilweise schon verpflichtet worden sind, sieht, wie beispielsweise Alphonso Davies oder den jungen Mann da vom FC Chelsea, Hudson-Odoi, der wahrscheinlich noch kommen wird, die bringen natürlich eine Qualität mit, die den Bayern speziell in dieser Saison gefehlt hat. Das ist Dynamik, das ist Schnelligkeit. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn es tatsächlich noch was werden soll, Borussia Dortmund abzufangen. Sie haben große Probleme, gerade auch im Umschaltspiel gehabt in der Hinrunde. Da brauchen sie frischen Wind. Es geht darum, mit Ribéry und Robben 2, die über viele Jahre diese Dynamik verkörpert haben, zu ersetzen. Also insofern macht das für mich durchaus Sinn. Und wenn ich sehe, dass mit Hernandez jemand kommt, da spricht man dann vom Ablösepaket. Wer weiß, vielleicht kommt er noch in diesem Transferfenster, vielleicht im Sommer. Da spricht man vom Ablösepaket von 80, 85 Millionen. Also das ist nicht gerade irgendwie unterster Fachtante Emma-Laden. Das ist schon richtig teurer Transfer. Plus, erinnern wir uns zurück, 2012, als der BVB das Double gewonnen hat, da hat Bayern München auch richtig investiert. Da sind sie richtig in die Vollen gegangen auf dem Transfermarkt. Wer weiß, was da alles noch passiert bis zum kommenden Sommer. Aber es wirkt ja schon so ein bisschen so, als wollten sie Dortmund auch ein Stück weit kopieren, oder? Also, dass du jetzt dann eben nach 18-Jährigen in England Ausschau hältst, das hat Bayern irgendwie vorher auch nicht gemacht. Und jetzt sehen bei Dortmund läuft das jetzt ganz gut, also machen wir es auch. Also, auf mich wirkt das so ein bisschen. Ja, das ist auch nicht das schlechteste Geschäftsmodell, das muss man sagen. Das ist richtig, ja. Momentan. Ja, und sie haben gut, jetzt natürlich auch die Gelegenheit, dadurch, dass Robben und Ribéry so langsam auf die Rente zusteuern, dass sie diesen jungen internationalen Top-Talenten ja auch eine Perspektive, sprich Einsatzzeiten, versprechen können. Das war ja in den letzten Jahren nicht der Fall. Deshalb haben sie ja vielleicht auch diese jungen Talente nicht gekriegt. Wir haben ja mal über Jadon Sancho gesprochen. Der hat gesagt, Man City sehe ich für mich keine Einsatzchancen. Dann hieß es ja, dass die Bayern auch dran gewesen sind. Ja, da hätte er wahrscheinlich auch keine gesehen. Und das ist ja der Grund, warum er zu Dortmund ging. Jetzt, durch den Umbruch beim FC Bayern, sieht das ein bisschen anders aus. Ja, aber die Dortmunder haben doch einen ganz anderen Anspruch. Ja. Also die gehen in die Saison natürlich, um die Bayern zu ärgern, vielleicht deutscher Meister zu werden, was sie Stand heute auch verdient hätten, das muss man sagen. Ja. Aber der FC Bayern hat doch jedes Jahr den Anspruch, deutscher Meister zu werden, wenn es geht, den Pokal zu gewinnen und in der Champions League eine ganz, ganz entscheidende Rolle zu spielen. Mhm. Ja, aber wir wissen ja nicht, was da vielleicht noch oben drauf kommt. Ja, natürlich wissen wir das nicht. Aber Stand heute ist das eben so, dass die Dortmunder mit dem, was sie gemacht haben und perfekt gemacht haben, mit vielen jungen Spielern, die auch auf Anhieb funktioniert haben, das ist bei Bayern München ein Stück weit anders. Manni, du weißt das. Marcel, du hast auch bei Bayern München gespielt. Das sind andere Ansprüche und dementsprechend musst du auch investieren und einkaufen. Ich glaube, Heiko hat einen ganz entscheidenden Punkt gesagt. Ich glaube, die Bayern merken, dass wenn sie anrufen, man nimmt zwar noch den Hörer ab, aber ich glaube, sie kriegen nicht mehr jeden Spieler, den sie wollen. Ich glaube, das war mal anders, auch zu eurer Zeit, wo man immer gesagt hat, wenn die Bayern anrufen, muss ich dahin. Und der Chelsea-Spieler Marco Alonso hat das ja gesagt, warum soll Hudson-Odoi zu Bayern gehen? Er spielt in der Premier League, er spielt in der geilsten Liga, die es vielleicht auf der Welt gerade gibt. Und er verdient auch einen guten Euro. Er spielt ja nicht. Er hat noch keine Stunde gespielt, aber ich glaube, das werden sie machen. Also die Bayern müssen sich auf jeden Fall strecken. Die Bundesliga ist schon interessant, gerade für diese jungen englischen Talente auch. Also Jadon Sancho hat jetzt im Trainingslager gesagt, du hast einfach in der Bundesliga als junger Spieler die Möglichkeit, beim Topverein zu spielen, dann auch international auf Topniveau Champions League zu spielen. Und diese Chance sehen viele junge englische Talente beispielsweise, und davon gibt es ja eine ganze Reihe, aktuell in der Premier League. Das wäre auch ein gutes Beispiel, ist Oliver Christensen, der den Gladbach zum Beispiel damals geholt hat von Chelsea. Der hat ja auch, finde ich, eine überragende Saison oder 2 Jahre, glaube ich, sogar gespielt. Spielt und ist dann wieder zurück zu Chelsea und spielt da jetzt wieder überhaupt keine Rolle. Ne? Also es ist ja eigentlich, aber du kannst ihn eigentlich auch nicht zurückholen, weil es so teuer ist jetzt. Ja, genau. Richtig, das ist die Krux der Geschichte. Ja.
Ja, ich denke, dass Bayern natürlich immer den Anspruch hat, dass Champions League-Sieger werden oder sportlichen Erfolg hat. Aber ich glaube, genauso viel Charme hat, wenn man es mit wirtschaftlicher Vernunft macht. Ich glaube, dass wesentlich wertvoller ist, in der Champions League weit zu kommen, aber keine Schulden zu machen, als wir Champions League werden und dann müssen wir wieder dreimal Stadien hin und her verkaufen, wie es die Spanier machen. Und da denke ich einmal, dass Bayern genau am richtigen Weg ist. Und wenn es halt einmal nur in Anführungszeichen Halbfinale ist, dann glaube ich, wird die Welt auch nicht untergehen. Aber ich glaube, dass die es genau richtig machen. Aber teilst du dann auch eher die Meinung zu sagen, lieber zwei richtige Kracher, als so fünf, sechs, vielleicht auch noch zu junge Spieler? Ich meine, so ein Davis, den kennen wir jetzt alle nicht gut genug, muss man auch ehrlich sagen. Aber man kann ja nicht gleich von ihm erwarten, dass er jetzt, ne, da die ganze linke oder rechte Seite bearbeitet. Ich glaube, bei einem Umbruch ist immer ein bisschen personell mehr aufzurüsten, aber das wird natürlich nicht dieses Jahr sein. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass die Haier die Zeichen der Zeit erkannt haben und da nachrüsten, aber nicht jetzt Jahr. Also ich glaube, dass die das aufbauen. So ein Umbruch ist ja in der Regel auch nicht in einer Transferperiode zu bewerkstelligen. Dann braucht man ja auch ein bisschen Zeit. Also es muss neue Dynamik entstehen. Dann muss sich die Mannschaft wieder neu finden. Also es wird jetzt auch nicht unbedingt Sinn ergeben, wenn man jetzt sagt, im letzten Sommer beispielsweise haben sie so gut wie gar nichts gemacht. Und wenn sie jetzt sagen, jetzt tauschen wir hier, sagen wir mal, zwei Drittel der Mannschaft aus. Also damit wäre keinem gedient. Aber jetzt habe ich da einen Campus hingebaut. Mhm. Und jetzt kaufe ich trotzdem junge Spieler ein. Stefan hat schon mal gesagt, ist ein bisschen widersprüchlich, ne? Ja, das ist schon ein Widerspruch. Also es spricht ja dann nicht für die Nachwuchsarbeit des FC Bayern München, dass der FC Bayern jetzt großen Wert drauf legt, eben 18-, 19-Jährige zu holen für viel, viel Geld. Was denken die U17, U19-Spieler genau in dem Campus, die vielleicht auch diesen Sprung mal schaffen wollen? Der wird ja versperrt, das ist ja nun mal Fakt. Also sie haben Hermann Gerland zurückgeholt in den Campus, um da etwas vielleicht noch mal hochzuholen. Aber die Tür, so scheint es mir, ist zu. Ja, und jetzt müssen sich natürlich die Nachwuchsspieler auch Gedanken machen, zu sagen, hey, diesen Schritt hier bei Bayern München werde ich nicht schaffen. Ist sowieso schwer, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber dadurch wird ein klares Zeichen gesetzt, dass eben der Nachwuchs des FC Bayern eben nicht das Potenzial oder die Qualität hat, die man sich vorstellt, um einen hochzuziehen. Wobei man da sagen muss, das braucht natürlich eine gewisse Zeit, aber die bis das dann auch Früchte trägt. Sie haben ja jetzt, nachdem sie festgestellt haben, so vor zwei, drei Jahren in etwa, dass da auch was schief läuft. Sie haben da Personal im Trainersektor ausgetauscht. Sie haben neu gebaut, sich professionalisiert, bis das dann den Output hat, den man sich wünscht. Das dauert dann natürlich etwas. Finde ich, sollte man der Fairness halber dazu sagen. Aber grundsätzlich ist es auch so, auch beispielsweise bei Borussia Dortmund, die ja sehr gelobt werden für ihre Nachwuchsarbeit. Jakob Brünn-Larsen hat es mittlerweile geschafft in den Profikader, aber es gab auch schon mal Zeiten, wo jetzt aus dem eigenen Nachwuchs, also der Nachwuchs, der über mehrere U-Mannschaften quasi ausgebildet worden ist, tatsächlich mehr nach oben gekommen sind. Das scheint momentan so ein allgemeiner Trend in Deutschland zu sein, dass vielleicht sind es auch einfach nicht die guten Jahrgänge, vielleicht muss man noch mehr grundsätzlicher restrukturieren, dass das wieder besser wird. Aber ich gebe dir recht, das ist in der Tat auffällig. Aber ich glaube, die Bayern werden da auch sich weiterentwickeln. Auch das hat Salihamidžić jetzt gesagt in Katar. Ich glaube, die Reise geht dahin, die jungen Spieler auszubilden, zu verleihen. Sie haben das jetzt mit Iwina gemacht, der nach Kiel geht. Sie haben super Spieler mit Batista Meier in den eigenen Reihen. Aber ich glaube, bei Bayern, das könnt ihr vielleicht bestätigen, hast du vielleicht auch nicht die Zeit als Trainer, eins, zwei, drei ganz, ganz junge Spieler, die jetzt noch nicht die Top-Kategorie haben, gleich so einzubinden. Das hat vielleicht damals Van Gaal gut hinbekommen. Aber danach ist es eigentlich keinem mehr gelungen. Aber ich glaube, auch dieser Prozess, also ich glaube schon, dass die nächsten zwei, drei Jahre wer rauskommt, der den Sprung schaffen kann. Also das geht auch nicht von heute auf morgen. Ja. So, jetzt haben wir fast nur über die Jungen gesprochen. Was ist mit den Alten, Marcello? Ja, ich glaube, wenn Junge dazukommen, ich glaube, entscheidend ist ja eher das Profil, nach dem man sucht. Ne? Wo werden wir den Umbruch haben und warum haben wir? Ja. Was müssen die Spieler mitbringen? Was ist vielleicht das Quäntchen, was uns im Moment fehlt, um wieder, also aus Bayern-Sicht, auf eins zu kommen? Und ich glaube, da sind sie auf dem richtigen Weg, mit der richtigen Philosophie, das zu machen. Und selbst wenn jetzt jüngere Spieler kommen, ist die Mischung ja immer noch gut. Du hast ja immer noch mit Lewandowski, mit Jerome, mit Hummels, ja, du hast ja noch viele erfahrene Spieler, Thiago, ja, und Alaba mittlerweile gehört auch schon zu den erfahrenen Spielern. Also von daher denke ich, die Mischung würde schon passen. Du hast viel Athletik dabei, einfach viel Spieler, die viele Sprints machen können im Spiel, ähnlich wie es ja Dortmund, Leipzig, Hoffenheim jetzt aus Bundesliga-Sicht auch machen. Und von daher finde ich es gut. Ich denke jetzt auch mit dem Campus, das wurde höchste Zeit, dass überhaupt strukturell
das erstmal da ist. Ja, das geht es gar nicht, glaube ich, darum, in den ersten zwei Jahren dann direkt die Spieler rauszubringen, sondern diese Struktur. Denn jetzt ist es ja ein Luxusproblem wirtschaftlicher Sicht. Bayern hat diese Möglichkeiten, diese Strukturen jetzt nach und nach nachzuziehen. Wenn ich jetzt aus HSV-Sicht gucke, da muss natürlich Ausgaben und die Ausgaben in den Nachwuchs und auch das, was dabei rumkommt, eigentlich deutlich schneller passen und passieren, ähnlich wie es Hertha oder Leverkusen oder andere machen. Und das muss eigentlich der Anspruch dann sein. Da ist es, glaube ich, spannend. Du hast ja ein paar Namen genannt. Lewandowski, ja. Hummels, Boateng, Müller. Wo sind die im Sommer? Also die Frage können wir ja nicht beantworten. Aber Was glaubst du denn? Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Aber mit Sicherheit wird der eine oder andere, den du genannt hast, auch noch verkauft oder möchte gehen. Steht natürlich ein Stück weit in den Sternen. Aber wichtig ist natürlich, dass du schon eine erfahrene Achse hast. Also mit Manuel, der mit Sicherheit bleiben wird. Boateng wünsche ich mir, dass er bleibt. Du brauchst Süle schon scheint jetzt die feste Größe hinten zu sein. Genau, ne, aber du brauchst schon eine Achse, die eine gewisse Erfahrung und auch Sicherheit für die Jungen dann drumherum ausstrahlen. Das ist enorm wichtig. Aber die Achse werden sie halten. Also sie werden in der Innenverteidigung auf jeden Fall einen Innenverteidiger abgeben, Boateng oder Hummels. Momentan sieht es eher danach aus, als dass was Hummels dann im Sommer gehen wird. Nur Hummels? In der Innenverteidigung schon. Aber du schmutzest doch. Hören ja Rafinha, Ribéry, Robben auf. Martinez ist ein Verkaufskandidat. Renato Sanchez, dem der Durchbruch immer noch nicht gelungen ist, ist ein Verkaufskandidat. Also da wird ein bisschen was passieren. Sprechen wir gleich weiter. Schauen auf Stefan, hat uns mal eine Aufstellung auch gebastelt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also er verrät uns, wie er nächste Saison zumindest die Mannschaft aufstellen würde. Dann schalten wir nach Düsseldorf zu Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf. Wir wollen wissen, was ist jetzt mit Friedhelm Funkel? Wie geht es da weiter? Und dann haben wir noch den Transferwahnsinn. Diese Summen, Manni wird ganz schwindelig, ne? Wenn er das hört, manchmal so 64 Millionen. Auch Max Eberl hat das nicht so richtig verkraftet. Alles gleich bei uns im ersten Check24-Doppelpass im neuen Jahr. Hi von Adel und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Und wir haben erste Reaktionen aus dem Netz, beziehungsweise Ruth hat sie gesammelt für uns. Ganz genau, unsere User machen sich natürlich auch Gedanken über diese neue Einkaufsphilosophie der Bayern. Also die jungen Spieler zu kaufen, nicht die ganz großen Namen, die ganz großen Topstars, sondern eben die jüngeren Talente. Da heißt es hier, der FC Bayern hat eben eingesehen, dass die guten Spieler nicht mehr zu haben sind. Stattdessen müssen junge Spieler für überhöhte Summen gekauft werden. Und auch noch das Thema Jugendarbeit. Die Bundesliga kauft junge Spieler aus dem Ausland, weil wir in den letzten Jahren einige Fehler in der Jugendarbeit gemacht haben. Ein Blick auf die Erfolge in der Youth League reicht. Und zu Hudson-Odoi, da wundert sich einer, 35 Millionen und noch kein volles Premier League-Spiel absolviert. Da soll sich noch mal einer über die Ablösesumme von Pulisic beschweren. Dieser Transfer wird natürlich von den Fans bejubelt und gelobt, da er ja nur noch ein Jahr Vertrag gehabt hätte. Also das war vom BVB gut eingefädelt. Aber noch mal zu den Bayern. Ist das jetzt Aktionismus oder ist das eben ein sinnvoller Schritt, dann eben zu reagieren und auf die Jugend zu setzen? Danke, Ruth. Wir haben gerade ein bisschen unterhalten hier, auch mit Manni Schwabel. Wir haben gesagt, Übereifer kann man das auch nennen. Ne? Du sagst auch, für gewisse Spieler kann man viel Geld ausgeben. Muss man wahrscheinlich heute auch. Oder auch für bestimmte Positionen, für andere weniger. Ja ich sag, wenn es dann einen guten Außenspieler, einen trickreichen, einen schnellen oder einen guten Stürmer holst, dann glaube ich, wenn das Geld am Festkonto liegt, dann kann man es auch mal ausgeben. Zinsen kriegt man nicht mehr viel. Also von daher ist das schon, das ist wohl wahr. Richtig. Dann lieber raus damit, oder was sagst du? Ja, gut, die Frage stellt sich bei uns ja nicht. Aber also nochmal, ich glaube, dass da ein ganz klarer Plan dahinter ist und dass die wirtschaftliche Vernunft im Einklang ist mit Basteln einer Mannschaft. Und ich glaube, dass das auf lange Sicht mehr Erfolg hat, wie nur aufs Geld zu schauen. Wenn ich jetzt Manni richtig verstehe, sagt er, Stürmer oder jemand, der offensiv stark ist, für den bin ich gerne bereit, viel Geld auszugeben. Aber für so einen Innenverteidiger 80 Millionen, Hernandez, ist ein Brett, ne? Ja, definitiv. Aber man muss auch wissen, das ist ein Spieler, der bei der WM Außenverteidiger war, im Weltmeisterkader Stammspieler war. Der hat eine richtig, richtig gute WM gespielt, kann Innenverteidiger spielen. Das sind Spieler, halt, das steht außer Frage. Ihr wart, glaube ich, früher ein bisschen günstiger. Aber das sind natürlich die Preise, die heute aufgerufen werden. Und zu Hudson-Odoi vielleicht auch noch mal. Das klingt viel Geld, 35 bis 40 Millionen, hat noch keine Stunde Premier League gespielt, aber wenn man sich auch mit anderen Sportdirektoren unterhält, die haben den alle auf dem Schirm. Also das muss eine absolute Granate sein, der in Ansätzen auch an Jadon Sancho erinnert. Wir lassen uns überraschen, aber wenn er einschlägt, hat Salihamidžić einen sehr guten Deal gemacht, wenn er denn dann kommt.
Du hast mal durchgerechnet, 400 Millionen? Ich war früher nicht Bayern so gut in Mathe, aber ich habe... Also ich sage mal, dass der Umbruch mit Sicherheit mit Sicherheit 300 Millionen kosten wird, ja. Wie bist du darauf gekommen? Wie ich darauf gekommen bin? Ja, komm. Ich habe meinen Taschenrechner genommen, dann habe ich die Zahlen zusammengerechnet. Das hast du gerade erklärt, dass ich persönlich nicht zusammenrechnen kann. Ja, also da kommt ja ein bisschen was zusammen. Wir haben noch James in petto, der 42 kosten würde, wenn man ihn dann unter Vertrag nimmt. Wir haben Pavard, wir haben die Spieler ja schon aufgezählt. Aber du hast in der Rechnung immer noch keine Granate für die Außen und hast nur Neues talentiert. Aber so dieser Superklasse-Spieler, den die Bayern immer mal rausgezaubert haben, der ist noch nicht dabei. Deswegen hast du einen Puffer gelassen, sozusagen? Deswegen habe ich einen Puffer, das habe ich gelernt. Von wie viel Millionen? Von 80. Aber du darfst ja auch nicht vergessen, dass du natürlich mit Gnabry und Coman hast du ja jetzt auch zwei, die jetzt auch nicht so schlecht sind, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also ja, aber du hast ja dann nur zwei. Ja, richtig. Oder? Plus die, die dann kommen. Wir wissen nicht, was mit Robben und mit Robben wissen wir schon. Ja. Ribéry auch eher fraglich. So, hast du für die beiden ja auch keine Backups, oder? Seht ihr da jemanden? Stefan? Nee, musst du ja haben. Also Coman haben wir gesehen in der Vergangenheit, ist ein für mich herausragender Spieler. Aber sehr verletzungsanfällig. Ne? Genau. Und nicht kurz, sondern wirklich zum Teil auch langfristig verletzt. Da brauchst du auf jeden Fall ein Backup. Darüber brauchen wir nicht reden. Ja. Das war's. Achso, ich dachte, du schlägst es noch einen vor wenigstens. Oder? Ach, schlag vor. Das musst du mal. Du schlägst vor, wir antworten. Wie heißt er nochmal? Dein Freund aus England? Hudson-Odoi. Odoi, ne? Ja. Hudson-Odoi. Also du sagst, das ist ja wieder das Risiko, dass er halt ein sehr jung ist. Du musst halt auch wenig sagen, gespielt haben wir gerade auch gehört. Hudson-Odoi und Davis, das sind mit Sicherheit sehr gute Talente, aber die haben beide noch kein Bundesligaspiel gemacht. Und wie Stefan schon gesagt hat, Gnabry und Coman sind zwei Spieler, die extrem verletzungsanfällig sind. Hm. Das muss man in der Rechnung immer mit drin haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, was die Bayern auf dem Flügel machen, weil das wird die vakanteste Position sein. Stimmt, wir haben, ja. Ich glaube, was glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass, oder was man uns zu denken geben sollte, dass die ganzen Summen ins Ausland fließen. Also das sind ja, ich meine, die Summen, wenn man das Geld, wie gesagt, am Konto hat, dann glaube ich, kann man es auch ausgeben, aber dass das alles ins Ausland fließt und so ein Transfer in Deutschland Stand heute überhaupt nicht möglich ist, das glaube ich, sollte uns alle ein bisschen zu denken geben. Also schlecht für die Bundesliga, sagst du? Oder vielleicht für die Nachwuchsarbeit. Ich sage, wenn es im eigenen Kreislauf bleiben würde, dann glaube ich, könnte man es wieder in Nachwuchs investieren. Aber so geht es in allen Herren Ländern raus. Und deutsche Fußball hat relativ wenig davon, außer einen guten ausländischen Spieler, der dann in der Nationalmannschaft wahrscheinlich gut aufzockt. Also das gibt mir schon ein bisschen zu denken. Da bin ich bei dir, aber man muss bedenken, die Bayern haben auch Timo Werner im Auge, haben auch Kai Havertz im Auge. Also wenn sie einen der beiden loseisen könnten, dann wird sich die Bundesliga auch freuen über ein paar Millionen. Nee, das war jetzt nicht nur auf Bayern bezogen, sondern generell bei den Ablösesummen. Also das hat mit Bayern jetzt nicht alleine was zu tun. Das ist halt mittlerweile halt ein globalisierter Markt. Nicht nur was die Top-Spieler oder die gestandenen Spieler angeht, sondern auch was die jungen Spieler angeht. Und dadurch, dass der Fußball sich ja auch über Jahre hinweg immer weiter in Richtung Dynamik, Schnelligkeit, Sport entwickelt, ist es natürlich auch wichtig, junge Spieler, weil junge Spieler bringen in erster Linie neue Dynamik rein, schnelle Spieler, schnelle Außenspieler zu finden. Und nochmal, ich glaube, dass das ein großes Problem ist, was die Bayern aktuell haben. Und ich glaube, dass die Bayern natürlich auch im vergangenen Sommer gedacht haben, ja, mit Robben und Ribéry, das geht alles noch so ein Jahr durch, auch vielleicht mit der Innenverteidigung, die, will ich sagen, natürlich immer noch ein Top-Niveau verkörpert, aber vielleicht auch gerade Hummels und Boateng so leichte Schnelligkeitsdefizite hat und sie reagieren jetzt halt darauf. Und eine Verjüngung brauchen sie, das ist keine Frage. Die Achse muss auch stimmen, da bin ich auch bei Stefan Effenberg, das hat man auch in Dortmund gesehen, weil hätte der BVB nicht Axel Witzel verpflichtet, dann wissen wir nicht, ob wir hier solche Lobeshymnen beispielsweise über Jadon Sancho singen könnten, wie wir es aktuell tun. Aber ich glaube schon, dass die Bayern vom Ansatz her das Richtige tun. Ich glaube, sie haben das Problem, dass sie ein bisschen später rangegangen sind, ihre Planungen in die Tat umzusetzen. Das hätte schon zumindest im vergangenen Sommer beginnen müssen. Jetzt läuft man etwas hinter der Musik her. Ja, also deswegen ist man vielleicht auch nicht Erster, wie du gerade sagst. Stefan, wir haben mal versucht, ne? Das ist ein bisschen Spielerei. Ja, das ist viel Spielerei. Naja. Ich wurde überfallen von euch. Komm schon, weg. Ja, wo gesagt wurde, zeichne mal die Aufstellung auf, Bayern München in der neuen Saison. Ja, Stand jetzt natürlich, ne? Stand jetzt. So. Ja, ist natürlich
Ich glaube, vorne sind wir uns einig, Lewandowski, wenn er da also bleiben hinten, will, auch, hinten auch, glaube ich. Fangen wir hinten an, dann machen wir hier schon mal einen Haken ran, können wir hier auch ranmachen. Ja. Wen ich natürlich gerne sehen würde, wäre Werner von RB Leipzig. Wo? Werner kannst du offensiv überall stellen, würde ich jetzt mal keinen wegstreichen. Hier ist natürlich immer die Frage, wie du gesagt hast, bleibt er verletzungsfrei, genauso wie hier. Ich glaube, Müller brauchen wir auch nicht reden. Egal auf welcher Position, ob jetzt zentral, rechts oder links, wird er immer eine ganz entscheidende Rolle spielen. Hier ist auch klar, mit der Verpflichtung Pavard wird Kimmich ins Mittelfeld gehen müssen. Glaubst du? In der Zentralen bin ich mir ziemlich sicher. Pavard könnte natürlich auch. Pavard könnte auch in der Innenverteidigung. Spielen, hier würde ich mich aber festlegen, dass sie Boateng auf jeden Fall halten sollten. Ja. Aufgrund einfach seiner Erfahrung und ich mag ihn einfach. Ja, vielleicht ein bisschen Sympathie mit drin. Okay. Süle wird seinen Weg bei Bayern München machen, bekommt immer mehr Bedeutung. Enorm wichtig. Über Alaba brauchen wir auch nicht reden, ist auch klar. Können wir auch einen Haken hintermachen. Die einzige Personalie ist diese. Also ich bin grundsätzlich bei dem System, bei dem 4-2-3-1, immer ein Freund davon, dass du einen im zentralen Bereich hast, der eben eine gewisse Robustheit ausstrahlt und eine enorme Zweikampfstärke. Das hat er. Wen wir natürlich hier vergessen haben, ist Tolisso. Also wenn Martinez nicht, weil ich habe hier gerade zugerufen bekommen, Martinez sollte ich streichen, möchte ich eigentlich nicht, weil Jupp Heynckes ihn unglaublich wertvoll eingeschätzt hat, hat gesagt, das ist mein entscheidender Mann im Zentrum des Spiels. Wenn er das nicht sein sollte, kannst du auch hier ohne Probleme Tolisso stellen. Was mit Thiago, den sehe ich hier gar nicht bei dir? Ja, es gibt ja nur 11, ne? Ich kann ja nicht 12 oder 13 stellen. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Aber grundsätzlich, ganzen Jahre nie aufgefallen, grundsätzlich muss man sagen, wir haben, wie gesagt, das 4-2-3-1 gestellt, dass Kovac auch durchaus in der Lage ist, 4-1-4-1 zu spielen. Dann kannst du wieder einen Thiago mit reinnehmen. Ich glaube, dass Kovac der erste Trainer ist in der Vergangenheit, der wirklich in der Lage ist, vom System her etwas zu verändern, auch während des Spiels. Mhm. Das hat kein Heynckes gemacht, das war auch kein Hitzfeld war auch kein Freund davon. Ja. Aber ich glaube, das wird auch entscheidend sein dann in der Zukunft. Aber wie gesagt, es ist nur Spielerei. Es gibt so viele Spieler, die jetzt hier theoretisch auf der Bank sitzen würden. Das wird wirklich eine große Aufgabe für Kovac, eben eine Mannschaft zusammenzustellen, die auch im nächsten Jahr dann eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, nicht nur national, sondern auch international. Ich rufe da mal in die Runde dann rein. Manni, die Mannschaft stark genug für dich, um Titel zu holen? Warum nicht? Macht's mir aber auch nicht leicht heute, oder? Ja, alles ist möglich, wolltest du sagen, oder was? Alles ist möglich, wie immer. Ich zahle für dich gleich. Cello, sag du mal was, komm. Ja, ich glaube, es ist eine interessante Mischung auch. Wir haben eine gute Achse. Es sind Spieler, glaube ich, die auch noch nicht so wie Alaba, Kimmich, die schon sehr viel Erfahrung haben und trotzdem noch jung sind. Auf den Außen ist eine Schlüsselposition, wie es schon gesagt wurde, dass Spieler dann halt sich da auch mal verletzen. Aber allgemein auch im deutschen Fußball aus dem Nachwuchs dort wenig nachkommt. Deshalb man im Ausland viel guckt. Im 1-gegen-1-Spiel auf den Außen ist überall, glaube ich, mittlerweile der Schlüssel zu finden, um überhaupt Spiele zu gewinnen. Und das wird spannend sein, was da noch passiert. Und man darf auch nicht vergessen, Goretzka ist jetzt gar nicht gefallen. Auch ein sehr, sehr guter Spieler, der schon viele Spiele gemacht hat, der die Athletik mitbringt. Ich glaube, den Ehrgeiz auch hat, sich da weiterzuentwickeln. Ich bin immer ein Freund davon, dass auch ein Lewandowski jemanden hinten dran kriegt, wo er Druck bekommt, weil das muss eigentlich der Anspruch von Bayern sein. Da darf es nicht zu ruhig werden. Ist halt die Frage, wer das dann sein kann. Ja, und dann, denke ich, ist Bayern dieses Jahr, glaube ich, immer noch sehr, sehr gefährlich. Und im nächsten Jahr dann, glaube ich, erst recht. Also, nicht damit der Eindruck täuscht, das ist schon noch eine sehr gute Mannschaft. Das wollte ich damit nicht sagen, Stefan, ganz klar. Also, ja, also herausstellen würde ich wirklich, dass der FC Bayern Werner verpflichtet. Weißt du mehr oder was? Nee, ne? Nein, ich weiß nicht mehr, aber es wäre gut für den FC Bayern. Es wäre insgesamt gut, glaube ich. Ne? Ich meine, wir saßen hier mit dem Geschäftsführer von RB Leipzig, haben uns unterhalten und er hat ja die Tür geöffnet und hat gesagt, für 60 bis 80 Millionen wird Werner wahrscheinlich gehen können. Ich glaube, das kann man durchaus für so einen Spieler investieren und er würde den FC Bayern sehr, sehr gut zu Gesicht stehen, ohne Frage. Stefan, dann vielen Dank hier für deine Ausstellung. Wir machen einen Spot, dann sind wir sofort wieder da. In der Zwischenzeit setzen wir uns schnell hin. So, ich muss zahlen, ne? Ich habe das gesagt, nicht du, ne? Oder? Alles ist möglich? Komm, wir zahlen beide. Komm, jeder 3 Euro. Komm, hier, Manni. So, Premiere für dich. Was kostet das? Stücke. 3.
3. Ja. Inflation oder was? Wie 3? 3 Euro kostet. Ach so, und ihr habt nicht so viel, ne? Ihr zahlt 1,50. Naja, 3 Euro gehen noch. Haben wir es nicht. Dann hast du noch eine gut. Ja? Wollen wir's so machen? Haben wir noch gut, ja. Das nehmen wir dann mit. Jo, dann machen wir weiter mit Fortuna Düsseldorf. Sie haben das gehört am Freitag. Ja, das war eine kuriose Geschichte. Also diese Posse um Friedhelm Funkel, ja, die haben dann beschlossen, zum Saisonende ist erstmal Schluss mit ihm. Er hat dann völlig aufgelöst sich dazu geäußert. Jetzt hat man sich wieder getroffen nach 24 Stunden, beziehungsweise trifft sich noch und es scheint eine Kehrtwende zu geben. Beide Seiten, Verein und Trainer, haben eine gewisse Dickköpfigkeit eingeräumt und die Vertragsgespräche wieder aufgenommen. Aber egal wie es jetzt ausgeht, es ist und bleibt ein Desaster für die Fortuna. Zumal die Vereinsführung um den Vorstandsvorsitzenden Schäfer nicht irgendjemand schassen wollte, sondern den umjubelten Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel, ein verdienter Mann und längst Kultfigur in Düsseldorf. In der Hinrunde haben die Fortunen den BVB geschlagen und in München gepunktet, aber die gute Stimmung ist jetzt beim Teufel. Nie mehr zweite Liga, mal abwarten. Außerdem hat der Verein sicher keine erstklassige Figur abgegeben in den vergangenen 2 Tagen. Und selbst wenn Funkels Vertrag jetzt verlängert wird, es ist etwas Grundlegendes kaputt gegangen in Düsseldorf. Und darum glauben wir, das Vertrauensverhältnis ist nicht mehr zu kitten. So, wie versprochen ist der Vorstandsvorsitzende und zugeschaltet live am Telefon Robert Schäfer. Schönen guten Morgen. Guten Morgen nach München. Ja, gibt es noch eine Chance, das Vertrauensverhältnis wiederherzustellen? Auf jeden Fall. Wir haben uns ja kurz nach der Pressekonferenz, die wir da gegeben haben, schon zusammengesetzt. Und in den Gesprächen haben wir beide schon gespürt, Friedhelm Funkel und ich, dass wir eine Basis haben und eine Basis finden werden. Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir die Gespräche schnell abstimmen und das Thema vor Augsburg erledigt haben. Für uns ein bisschen unverständlich. Wie konnte es überhaupt dazu kommen, zu dieser ganzen Geschichte? Das ist nachvollziehbar, dass das unverständlich ist. Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass ein Verein natürlich grundsätzlich selber für sich beschließt, wann er über eine Vertragsverlängerung spricht. Den Zeitpunkt haben wir abgestimmt im Verein und haben mit Friedhelm Funkel darüber gesprochen. Er hatte eine andere Vorstellung. Und an dem Punkt waren beide Seiten tatsächlich zu dickköpfig. Und unser Fehler war, dass wir eine Ausnahme machen sollen für Friedhelm Funkel. Wir hätten das akzeptieren müssen, dass er zu dem Zeitpunkt sprechen wollte. Und das haben wir nicht früh genug gemacht. Also wenn ich Sie richtig verstehe, ihr wart sauer und dann wie ein trotziges Kind erstmal gehandelt und gesagt, nö, dann nicht mehr, oder? Naja, also erstmal ist es ja so gewesen, dass nicht wir gesagt haben, wir beenden die Zusammenarbeit mit Friedhelm Funkel, sondern Friedhelm Funkel hat gesagt, dann hört er im Sommer auf. Er wollte dann nicht mehr sprechen. Wir waren dann, dass wir gesagt haben, wir wollen zu einem gewissen Zeitpunkt erst sprechen. Und da waren wir beide dickköpfig und das war ein Fehler. Und deswegen verstehe ich auch, wenn die Fans darüber sauer sind. Wann war denn Ihr Zeitpunkt? Oder wann wolltet ihr denn mit ihm sprechen? Wir wollten aufgrund der Tatsache, dass das für uns als Verein ganz entscheidend ist, ne? Wir haben 25 Jahre einen Klassenerhalt nicht geschafft in der ersten Liga, wollten wir in die Saison reinstarten und dann sprechen, sozusagen mit dem Gefühl dafür, wie die ersten Spiele laufen und dann in die Gespräche gehen, um die weitere Zukunft festzulegen. Wenn ich mal übersetze, ist das nicht ein Misstrauensantrag sozusagen? So hat er es verstanden, so hat Friedhelm das verstanden. Das war aber nicht so, weil wir haben, glaube ich, in dieser Saison, in der Phase, wo wir 6 Spiele verloren haben, uns immer vor den Trainer gestellt und ihm immer Vertrauen ausgedrückt. Ich glaube, ich habe ihm Vertrauen ausgedrückt vom ersten Tag, als ich ihn hergeholt habe. In der zweiten Liga in schwierigen Phasen, wir haben uns immer vor den Trainer gestellt, alle im Verein. Das ist eine ganz große Stärke, glaube ich, gewesen in diesem Jahr und in Jahren zuvor. Und trotzdem hat er das als Misstrauen gewertet das hätten wir so nicht stehen lassen sollen. Es wirkt natürlich so ein bisschen, als wenn die Fans Friedhelm Funkel gerettet haben oder seinen Job. Was wäre ohne den Druck der Fans passiert? Also ich glaube, dass was passiert ist, ist, dass wir nach dem Gespräch mit der Presse
und beide Seiten, also wir waren ja da noch im Trainingslager, dass wir beide Seiten gemerkt haben, dass wir uns dann nochmal zusammensetzen sollten. Das habe ich auch gemerkt, als ich dann auf Friedhelm zugegangen bin, dass das uns beiden am Herzen lag, dass die Fans darüber sauer waren und gezeigt haben, dass sie mit dieser Linie des Vereins nicht einverstanden sind, hat uns natürlich auch nicht kalt gelassen, weil wir sind ein Traditionsverein, wir sind ein mitgliedergeführter Verein und wir respektieren die Meinung unserer Fans und unserer Mitglieder. Und das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Was uns hier noch immer nicht so richtig klar ist, Friedhelm Funkel soll ja gesagt haben, also der Vertrag soll verlängert werden, wenn er die Klasse erhält. Wo war das Problem denn überhaupt? Wir haben ja in der Verhandlung, gab es ja verschiedene Positionen. Ne? Wir haben uns auf ihn zubewegt, er hat Vorschläge gemacht. Und wir hätten das aufnehmen sollen mit dem Vertragsangebot. Aber wie gesagt, das war in der Phase dann eine falsche Dickköpfigkeit. Das war ein Fehler. Und deswegen haben wir uns aber auch hingesetzt und korrigieren ihn jetzt zusammen und arbeiten dann dafür, dass wir das wichtigste Ziel für Fortuna Düsseldorf erreichen, nämlich den Klassenerhalt in der Bundesliga. Also erstmal prima, dass Sie den Fehler eingestehen, finde ich ja schon mal erstaunlich. Uli, du warst dabei. Du bist gestern mit der Mannschaft geflogen? Ja, ich saß zufälligerweise auch in dem Flieger von Malaga dann zurück nach Düsseldorf und ich habe natürlich mitbekommen, wie die Fans dann Friedhelm Funkel einerseits mit viel, viel Jubel empfangen haben und ich habe auch mitbekommen, Herr Schäfer, wie Sie weniger freundlich von den Fans mit empfangen worden sind. Ich konnte da durchaus mitfühlen. Was ich nicht verstehe, ist, wenn Sie sagen, Sie hätten gerne abgewartet, in welche Richtung es in der Rückrunde erstmal geht. Ich meine, die Mannschaft hat einen sensationellen Schlusssport in der Hinrunde hingelegt als Aufsteiger mit einem niedrigen Budget. Ist eine tolle Mannschaft, insofern mit einem niedrigen Budget zusammengestellt. Aber es ist ja nach wie vor ein extremer Abstiegskandidat. Und es ging noch eindeutig in die richtige Richtung. Warum musste man noch dazu, weil Friedhelm Funkel ja sehr populär ist in Düsseldorf, warum musste man da überhaupt noch abwarten und schauen, in welche Richtung es in der Rückrunde geht? Also das konnte ich nicht nachvollziehen. Also erstmal genau richtig, wir haben mit Friedhelm Funkel zusammen eine Mannschaft aufgestellt, die, glaube ich, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung steht, für ganz tolle Momente für uns alle gesorgt hat. Wie ich das Spiel gerade, wenn ich jetzt an München denke, war das ein toller Moment, das Spiel gegen Dortmund war super. Und ich glaube, wir haben aus den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, mit den Spielern, die wir Friedhelm Funkel zur Verfügung gestellt haben, glaube ich, eine wirklich gute Grundlage geschaffen. Die Entscheidung, in die Saison reinzugehen, hieß nicht, wenn wir jetzt mehrere Spiele verlieren, dass wir dann nicht mit Friedhelm Funkel weitermachen, sondern die hieß, wir wollen wissen, ob es für den Verein eher Erstliga oder Zweite Liga ist, weil das verschiedene andere Implikationen gehabt hätte, Auswirkungen gehabt hätte, wie wir den Verein weiterentwickeln. Das war eigentlich unser Fokus. Das haben wir auch versucht, Friedhelm rüberzubringen, aber das ist uns nicht gelungen und ich kann auch nachvollziehen, dass das für ihn schwer war, nachzuvollziehen. Wir haben uns eben auch schon mal darüber unterhalten, vor der Sendung, Stefan Effenberg und ich auch. Oliver Müller hat es auch gerade angedeutet, da war ja eine richtige Euphorie jetzt am Schluss der Hinrunde. Die ist doch eigentlich jetzt weg, die können Sie doch in die Tonne kloppen, oder? Also da ist ein Schaden entstanden, keine Frage. Und wir müssen den jetzt wieder reparieren. Der erste Schritt ist, dass wir die Gespräche mit Friedhelm Funkel zügig zu einem Ende führen werden. Da haben wir uns auf einen klaren Fahrplan verabredet und das werden wir bis zum Augsburg-Spiel hinbekommen. Dann ist wichtig, dass die Mannschaft weiß, dass wir in sie und in Friedhelm Funkel weiter vertrauen, dass das nie zur Disposition stand. Und dann müssen wir uns das Vertrauen, was bei den Fans verloren gegangen ist, Stück für Stück wieder erarbeiten. Mhm. Was glauben Sie, sind die Auswirkungen die Mannschaft betreffend? Also ich glaube, für die Mannschaft war das nach einem sehr harmonischen Trainingslager war das eine negative Überraschung. Ich glaube aber, deswegen war es auch wichtig, dass wir diesen Fehler schnell korrigiert haben, damit die Mannschaft gesehen hat, wie es weitergeht. Und ich glaube, die Spieler sehen auch, dass alle Beteiligten bei Fortuna Düsseldorf wie in der Vergangenheit auch zusammen daran arbeiten, den Fehler zu korrigieren und damit eine gute Basis für die Rückrunde zu schaffen. Ich habe gesagt, wir schaffen 15 bis 17 Punkte, es sind 18 geworden. Ich habe auch vorher oft gehört in der zweiten Liga-Zeit, das wird schwierig mit euren Mitteln und mit eurem Kader und wir haben das alles geschafft und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das auch in der Rückrunde schaffen werden. Wichtigste Frage, Herr Schäfer, bekommt Friedhelm Funkel diese Woche oder kommende Woche einen neuen Vertrag? Das kriegen wir hin. Der kriegt einen neuen Vertrag. Dann Dankeschön, dass Sie Zeit hatten für uns heute Morgen.
Nachher ist ja noch Telekom Cup dann Fortuna Düsseldorf gegen die Bayern. Und bei uns können Sie erstmal was gewinnen, ein neues iPhone X und 3000 Euro. Viel Glück dabei, wir sind gleich wieder zurück. Maja von Hagen und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. So, müssen wir noch ganz klar herausstellen, also wenn Friedhelm Funkel uns zuschaut, sollte er vielleicht mal kurz anrufen. Ne? Friedhelm, Vertrag wird nächste Woche definitiv bei Fortuna Düsseldorf verlängert. Das Einzige, was wir noch nicht rausgekriegt haben, wie lange, aber es war ein bemerkenswertes Statement gerade, ne? Fehler einzugestehen von Robert Schäfer. Hat sich super verkauft, hat auch die Fehler eingestanden, was auch ehrenwert ist, das muss man auch mal sagen, können nicht viele. Und im Endeffekt hat er auch erkannt, die Euphorie, die herrschte am Ende der Hinrunde, ja, wo sie eben auch Dortmund, Bayern München, Hannover noch gewonnen, dass er die natürlich ein Stück weit zerstört hat. Und die hat er jetzt zurückgewonnen mit der klaren Aussage, wir verlängern mit Friedhelm Funkel. Völlig richtig. Mhm. Ja, hat überhaupt eine andere wieder ein bisschen hart vielleicht, aber was hätte er sonst machen sollen, frage ich mich gerade. Wer? Friedhelm? Nein. Der Herr Schäfer? Ja. Ja, man kann ja meinen Fehler zugeben, das war, ich bin beim Stefan total sympathisch, dass man mir sagt, sorry, das war, da haben wir ein bisschen daneben gegriffen. Vielleicht hätten sie nicht gleich in die Presse gehen sollen nach der ersten Verhandlung und einmal eine Nacht drüber schlafen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Was war euer Eindruck? Oh ja, oh ja, 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 genau. Schon automatisch gleich hier. Ich weiß nicht, ob wir das im Bild hatten. Euer Plural. Was doppelt? Na, eigentlich hatten sie ja schon drei gezahlt. 2x1,50 oder so. Irgendwo Geldautomat nicht, oder? Ja, in der nächsten kleinen Pause kannst du gerne zum Geldautomat. Sehr schön. Ja, da haben wir nichts dagegen. So, was war euer Eindruck? Ja, also der stand natürlich massiv unter Druck. Ich hab ihn ja gestern auch erlebt. Also da kommt schon, die Maschine ist gerade gelandet, da kommt eine Durchsage, Herr Schäfer, bitte beim Sicherheitspersonal melden, weil die am Flughafen natürlich Bedenken hatte, dass da vielleicht was passieren könnte. Okay. Das ist nicht passiert, aber die haben schon lautstark ihrem Unmut Luft gemacht, die Fans, Schäfer rausrufe etc. Keine leichte Situation für ihn. Und klar, es gab ja dann auch... War das denn auch nur seine Entscheidung? Also ja sein, Fortuna Düsseldorf hat behauptet, diese Entscheidung, die Entscheidung, die sie ja ursprünglich verkündet haben, mit Friedhelm Funkel nicht zu verlängern, die sei von den Gremien gedeckt. Allerdings haben sie dann anschließend auch gesagt, nachdem man gesagt hat, man verhandelt jetzt wieder neu, das sei jetzt auch von den Gremien gedeckt. Also es scheint so, dass nicht nur Robert Schäfer da überfahren worden ist von dieser Geschichte. Mhm. Also Friedhelm Funkel dagegen wirkte sehr entspannt gestern, das kann man sagen. Komisch, ne? Es hat ihn natürlich gerührt und diese Anteilnahme, diese große Anteilnahme der Fans. Wir haben ihn dann auch gefragt, Sie haben ja jetzt offenbar eine relativ gute Verhandlungsposition für die weiteren Gespräche. Da hat er aber gesagt, er gedenkt nicht, die auszunutzen. Wollen wir mal schauen. Ich habe eben noch mal nachgefragt, was glaubst du, wie wird das in der Mannschaft denn aufgenommen, so eine Geschichte? Ich glaube, dass da eine Mannschaft gut mit umgehen kann, das sind Profis. Ja? Und man hat gesehen, dass die Mannschaft, dass die Chemie passt in der Mannschaft, gerade im Endsport. Aber ich habe da auch noch mal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und finde erstmal respektvoll, dass er sich hier stellt, dass man Fehler zugibt, denn Fehler macht man. Ich finde es dann schade, dass, wenn es dickköpfige Diskussionen gab, die sehr, sehr unklug waren, gerade in einem Erfolgsmoment des Vereins. Ja? Der Verein muss immer an erster Stelle stehen. Und ich glaube nicht, dass nur Fortuna Düsseldorf dazu beigetragen hat, sondern auch der Trainer ein bisschen, dass man es nicht geschafft hat, eine Atmosphäre zu schaffen, um sich vernünftig zu unterhalten. Das darf nicht passieren, weil damit hetzt man die Fans in einer ungünstigen Situation auf. Es ist passiert. Und damit wird auch ein bisschen das vergessen, was in der Vergangenheit sehr, sehr gut gemacht wurde. Und da tut man Herrn Schäfer auch Unrecht. Ja, da ist ja viel entstanden auch in Düsseldorf. Und deshalb Respekt für die Entschuldigung und wichtig ist, glaube ich, dass am Ende der Verein an erster Stelle steht. Und ich habe da so ein leichtes Trauma, wie man merkt, da bei HSV vor vielen Jahren im Erfolgsfall die Verantwortlichen sich auch gestritten haben, obwohl sich eigentlich alle in den Armen liegen müssten. Und danach ging es dann drastisch nach unten irgendwann. Und von daher, der Verein muss an erster Stelle stehen und da müssen sich alle zusammenreißen. Und ich glaube, da gehören immer zwei Seiten zu und das müssen sie schnell jetzt vom Tisch kriegen, weil sonst die Richtung nicht gut ist.
Also Friedhelm Funkel ist sicherlich auch ein Schlitzohr, das ist keine Frage. Nur auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ein Trainer diese Mannschaft erst einmal rettet, sie dann in die Bundesliga führt, dann dafür sorgt, dass diese Truppe wirklich nicht zu den Besten der Liga zählt, genau das spielt, was sie kann und eine sensationelle Hinrunde führt. Und wenn dieser Trainer dann in Frage gestellt wird, wenn dem nicht mal zugestanden wird, okay, im Falle eines Klassenverbleibs, dann verlängern wir noch ein Jahr. Wenn man sich von Vereinsseite, wie ja die ursprüngliche Position war, selbst darauf nicht einlassen will, also muss ich ehrlich sagen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann glaube ich, können wir den Laden hier zumachen, wenn ein Trainer... Wir machen hier nicht zu. Nein. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ein Trainer nach dieser Performance, die er gemeinsam mit seiner Mannschaft abgeliefert hat... Aber das ist doch jetzt alles geregelt. Verstehe ich es. Es ist ja alles geregelt, er hat sich entschuldigt. Es ist wirklich so, weil ich glaube, dass trotzdem was hängen bleibt, weil durch das, was jetzt entstanden ist, hast du natürlich schon ein Alibi. Also, oder? Wenn es jetzt nicht läuft, kann doch Funkel jederzeit sich hinstellen und sagen, ja, was da im Winter ganz los so war. Ganz so einfach kommt man aus der Nummer leider nicht raus. Also ich glaube auch, wir haben ja am Anfang die Frage aufgeworfen, ob das Vertrauensverhältnis noch da ist. Ich glaube, wenn ich Friedhelm Funkel wäre, der wirklich aus der Mannschaft mehr herausgeholt hat, als das jeder erwartet hat, hätte ich gesagt, passt auf, ich verzichte auf die Vertragsverlängerung, ich versuche mit Düsseldorf den Klassenerhalt zu schaffen, weil dann geht er wirklich, glaube ich, als König aus Düsseldorf raus, wird auf Händen getragen. Jetzt bei jeder Schwächeperiode, bei jeder Schwächephase, glaube ich, ist das im Endeffekt hat er sich dadurch angreifbar gemacht, ein Stück weit. Aber der Punkt ist ja, dass am Ende der Verein der Leidtragende ist. Und das ist das Allerschlimmste. Ja, und darum geht es hier. Und dass Friedhelm Funkel einen überragenden Job gemacht hat, steht doch außer Frage. Und dass da Fehler gemacht wurden, wurde ja auch eben eingestanden und zugegeben. Und dass es eine unglückliche Situation ist, ist doch klar. Natürlich hast du aus Vereinssicht, glaube ich, unabhängig von dem Respekt vor Friedhelm Funkel, dass du überlegst, als Fortuna Düsseldorf, was ist denn, wenn in 2-3 Monaten eine Phase kommt, wo wir merken, wir sind nicht mehr in der Lage, Spiele zu gewinnen, im Worst Case. Ja, will ich doch nochmal, vielleicht muss ich einen Impuls nochmal setzen, um nochmal was zu versuchen. Ja. Und diese Option, sich prinzipiell offen zu lassen, nur vorher musst du die Gespräche führen. Und wenn es so sein soll, dass Friedhelm Funkel die Liga hält mit Fortuna Düsseldorf, dann muss ja auch der Trainer in der nächsten Saison sein erstmal. Das ist für mich auch ganz klar. Also deshalb, vor diesem Hintergrund verstehe ich halt nicht, dass man sich nicht darauf eingelassen hat, zu sagen, okay, du kriegst einen neuen Vertrag für den Fall des Klassenverbleibs. Das wäre ja der Konsens gewesen. Das Funkel wollte ja nichts anderes. Also eben, das hat Friedhelm Funkel ja angeboten. Aber die haben es doch jetzt ausgeräumt. Ja. Und im Endeffekt, beim nächsten Sieg ist doch alles vergessen. Ich weiß nicht, ob es dann tatsächlich so schnell geht. Das wirkt schon auch ein bisschen nach. Doch schnelllebig. Ja? Eins lerne ich heute von dir. Aber Fußball ist manchmal auch ganz einfach. Ne? Ganz einfach. Oder? Wenn man will, schon. Ja. Und das ist alles möglich. So, gut. Du hast noch ein paar Stimmen auch. Ja, also ich erkenne jetzt an diesem ganzen Verlauf tatsächlich doch, welches Gewicht dann die Meinung der Fans am Ende doch mal haben kann. Ne? Wir reden so oft darüber, dass sich Fans von den Vereinen entfernen, dass da irgendwie kein Gehör mehr da ist. Und in diesem Fall haben wir doch jetzt mal gesehen, es gab so viele Proteste, es war so viel Unverständnis da, dass am Ende ein Verein dann auch zurückrudern kann, weil eben ja, die Fans da einer anderer Meinung sind, ist natürlich nicht hauptausschlaggebend, aber immerhin doch, es gab so viel Kritik daran. Da schreibt Simon, wir sind Fortuna, wenn wir keine Probleme haben, dann machen wir uns welche. Tim hat extra noch mal gesagt, ein Rat an die Verantwortlichen, eine Nacht drüber schlafen, Fehler eingestehen und Funkel dann eben einen neuen Vertrag zur Unterschrift vorlegen. Das haben sie jetzt tatsächlich auch gemacht. Und ein bekannter Kölner hat sich auch gemeldet, also damals noch, als die neue Verkündung dann eben da war. Mal wieder ein Beweis dafür, dass man Düsseldorfer nicht verstehen muss. Das sagt natürlich ein Kölner, das tut dann besonders weh. Aber ja, also wir haben daraus wirklich ziehen können, dass am Ende dann auch mal ein Zurückrudern entstehen kann, wenn so viel Gegenwehr dann aus den Reihen der Fans kommt. Interessant ist natürlich dann auch, das möchte ich an der Stelle noch schnell erwähnen, die Düsseldorfer spielen ja heute beim SAT1 Telekom Cup, sind also nach unserer Sendung direkt dran, ab 13 Uhr auf SAT1, ab 21 Uhr dann bei uns die Highlights zu sehen. Es geht unter anderem gegen die Bayern, also ist auch noch ein spannender Tag heute dann sportlich für die Düsseldorfer. Na, alles geboten nennt man das an der Stelle. Manni, wie hoch ist euer Etat? Unser Etat für das erste Mal noch 2,5 Millionen. 2,5 Millionen, das ist ja ein Klacks heutzutage, kann man sagen, oder? Ja? Für uns nicht. Ja, für euch nicht. Also, ein bisschen haben wir uns ja schon gewöhnt an die aberwitzigen Ablösesummen, aber so richtig irgendwie blickt man ja da immer noch nicht durch. Jüngstes Beispiel jetzt, Christian Pulisic, 64 Millionen. Geht er von Borussia Dortmund im Sommer zu Chelsea und hat auch noch ein Jahr Vertrag. Also das ist schon gewöhnungsbedürftig.
Deutscher Meister BVB, zumindest in Sachen Spielerverkäufe. Zum Saisonende wird sich Christian Pulisic dem FC Chelsea anschließen. Der 20-Jährige ist bisher der teuerste Wintertransfer weltweit in dieser Saison. Und natürlich suchen die Dortmunder jetzt Ersatz. Eventuell ja bei der anderen Borussia. Thorgan Hazard wäre geeignet. Ich möchte nicht so scheinheilig sein und sagen, dass ich jetzt diese 64 Millionen Euro für Hazard nicht nehmen würde, wenn sie jemand böte. Gladbach-Sportdirektor Eberl nannte die Summe trotzdem pervers. Aber inzwischen werden für Topstars ja längst dreistellige Millionensummen überwiesen. Der Handel mit Fußballern sprengt alle Dimensionen. Sogar für 13-, 14-jährige Nachwuchstalente werden siebenstellige Marktwerte veranschlagt. Über die nötige Kaufkraft verfügen hierzulande aber nur die beiden Branchenriesen. So hat der FC Bayern dem vergleichsweise bettelarmen VfB den französischen Weltmeister Pavard abgekauft. Für schlappe, aber festgeschriebene 35 Millionen Euro. Und jetzt steigen die Bayern wohl mit ein ins Wettbieten um Nationalstürmer Werner. Da wird dann der nächste Mondpreis fällig. Von bis zu 80 Millionen ist die Rede, laut RBL-Geschäftsführer Minzlaff. Und wenn selbst für einen 20-jährigen Newcomer aus den USA 64 Millionen aufgerufen werden, dann drängt sich schon die Frage auf: Ist die Entwicklung auf dem Transfermarkt tatsächlich pervers? Olli, aus Dortmunder Sicht freut man sich natürlich wahrscheinlich erstmal, ne? Ja, wobei das jetzt ja nicht heißt, dass man grundsätzlich dieser These nicht auch irgendwo zustimmt. Man darf ja nicht vergessen, Borussia Dortmund ist sicherlich Christian Pulisic jetzt Nutznießer dieser Entwicklung. Aber Borussia Dortmund war ja sozusagen auch erstes Opfer dieser, ja nennen wir es ruhig, perversen Entwicklung. Als Ousmane Dembélé sich sozusagen weggestreikt hat, zum FC Barcelona wollte. Barcelona hatte vorher für diese absolut utopische Ablösesumme von 220 Millionen Euro Neymar an Paris Saint-Germain verloren, suchte händeringend einen Ersatz, kam dann auf Dembélé. Ja, und ich kann mich erinnern, damals gab es sogar noch ernstzunehmende Kritiker, die gesagt haben, den darf man nie geben lassen, der darf seinen Willen nicht kriegen, der muss zur Not auf der Tribüne sitzen und so weiter. Hätte man sicherlich machen können, dann hätte man den Marktwert allerdings, ja, pulverisiert nicht, aber deutlich geschwächt. Was haben die Dortmunder gemacht? Haben mehr als das Optimum rausgeholt mit diesem Gesamtpaket. Das geht ja bis zu 150 Millionen Euro mit allen Bonizahlungen. Und sind da natürlich in eine gute Position versetzt worden, um selber einkaufen zu gehen. Und die Spirale, das sehen wir in Sachen Pulisic, dreht sich weiter. Ist interessant, diese Summe wird fällig zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich stagniert, wo er beim BVB in der Hinrunde eigentlich auch seinen Stammplatz verloren hat. Was hat Dortmund erwirtschaftet bei den letzten Verkäufen insgesamt? Ja gut, sie haben halt in Sachen Dembélé haben sie roundabout 100 Millionen kassiert. Es kommen weitere Bonuszahlungen dazu. Das kann hochgehen bis zu 148 Millionen Euro. Dann haben sie eine stolze Summe auch für Pierre-Emerick Aubameyang, der mit ähnlicher Vehemenz auf seinen Wechsel gedrängt hat, kassiert. Haben natürlich davon auch wieder reinvestiert, haben Axel Witzel verpflichtet, haben so ein bisschen auch ihre Transferphilosophie da etwas aufgebrochen, weil mit Witzel hat man einen erfahrenen Mann geholt, mit Delaney auch. Also Borussia Dortmund kann sich über diese Entwicklung logischerweise nicht beklagen. Aber wie gesagt, wenn man Michael Zorc oder Aki Watzke diese Frage gestellt hat, seid ihr Nutznießer dieser Entwicklung zu dem Zeitpunkt, als Barca bei Dembélé angeklopft hat, dann glaube ich, hätten die auch nicht gesagt, wir fühlen uns wohl. Wie überhitzt ist denn der Markt? Was glaubst du? Ja, schon ziemlich überhitzt. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das pervers ist, aber schon besorgniserregend. Das, glaube ich, trifft es ein bisschen besser. Aber ich glaube, dass da noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Also wenn man so hört, was andere Vereine vorhaben, dann glaube ich... Was hört man denn? Immer wieder mal was, gell? So vom Internet. Aber Danke, wolltest du nicht was sagen oder jemand anders vielleicht? Ja, wenn wir jetzt beim BVB bleiben, da ist ja Thorgan Hazard auch schon mit einem Bein fast da und soll auch, ich glaube, 42 Millionen kosten, was auch eine extrem hohe Summe ist für einen Spieler, finde ich. Ja. Ne? Also wenn man das jetzt vergleicht, muss ich sagen, sind 42 Millionen für Hazard auch eine Summe, die sich gewaschen hat. Und das ist eben genau das, was Olli sagt. Auf der einen Seite profitieren sie davon, auf der anderen Seite wissen natürlich auch alle, dass Dortmund jetzt die Kohle hat.
Und das erschwert natürlich deine Position dann auch wieder, wenn du einen neuen Spieler verpflichtest. Aber da wird das Geld ja in der Bundesliga bleiben. Da wird das Geld in der Bundesliga. Aber was ja kaum jemand weiß, Manni Schwabel hat ja den Goldtransfer des Jahrhunderts eingefädelt. Ihr habt ja selber einen 16-Jährigen verkauft für 3 Millionen nach Salzburg. Bis heute der teuerste Transfer, der jemals so im Jugendbereich stattgefunden hat. Also ihr profitiert ja selber davon. Das war ja auch schon Wahnsinn. Also irgendwo gleicht sich ja dann aus auch. Gut, aber wir investieren ja natürlich sehr viel in die Nachwuchsarbeit. Und da, glaube ich, ist ja der Hauptansatzpunkt zu sehen. Also ich verstehe nicht, dass wir nicht auch so Top-Talente insgesamt mehr rausbringen, um nicht die Hunderte von Millionen ins Ausland scheffeln zu müssen. Da müssen wir uns aber mal alle Gedanken machen, warum das nicht so ist. Ja? Alle miteinander. Ne? Das ist, verstehe ich nicht. Ich meine, die Luft wäre in England auch nicht besser sein wie bei uns. Dass der sich wesentlich besser entwickelt dann. Also das muss ja irgendeinen Ursprung haben. Ich glaube einfach, dass wir viel mehr Geld in die gute Jugendtrainer in den Kleinfeldbereich, in die ganz Jungen rein machen müssen und nicht nur U19 oder bei der Ersten. Und da, glaube ich, müssen wir uns mal alle Gedanken machen. Wir versuchen es, aber wir sind natürlich ein kleines Licht in dem ganzen Spiel. Die Gefahr sehe ich auch, dass wir so ein bisschen, sagen wir mal, diese englische Denkweise, also die Denkweise des englischen Profifußballs übernehmen. So nach dem Motto, wer nichts kostet, der kann auch nichts sein. Ich habe beispielsweise ganz interessant vor Saisonbeginn mit Jürgen Klopp gesprochen. Da ist Shaqiri gerade von Stoke City, die sind abgestiegen. Ja. Der ist ablösefrei zum FC Liverpool gekommen. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, ist ein absoluter Leistungsträger, wirklich eine Bereicherung. Tatsächlich musste sich der FC Liverpool dafür rechtfertigen, weil die Denkweise in England so ist, na Moment, A ist der abgestiegen mit der Mannschaft, da hat jetzt auch keiner sich die Mühe gemacht zu schauen, dass es nicht unbedingt an Shaqiri gelegen hat und B, der kostet nichts. Und das ist sicherlich ein Problem. Verdächtig gewesen. Ne? Da muss man aufpassen, dass man nicht einfach sagt, okay, wir nehmen jetzt so und so viel ein, also müssen wir auch so und so viel ausgeben, um wettbewerbsfähig zu sein. Mhm. Wenn man einen Spieler gesichtet hat, von dem man überzeugt ist, dass er einem weiterhelfen kann, dann denke ich, musst du das auch wieder investieren, aber es sollte kein Selbstzweck sein. Ich glaube, dass bei vielen Vereinen dann der Druck von den Sponsoren kommt, dass immer wieder Geld investiert werden muss, neue Spieler kommen müssen. Aber ich glaube, wenn man mittelfristig, langfristig denkt, dann glaube ich, wären wir alle gut beraten, wenn wir mal ganz unten hinschauen würden und dort vielleicht einmal den einen oder anderen Euro mehr investieren würden und nicht nur in das Phrasenschwein. Das kannst du immer füttern, das hat immer Hunger, da ist das nicht. Aber ist es nicht auch so, eigentlich, wenn man in der Bundesliga hätte ja keiner 60 Millionen für Pulisic zahlen können, oder? Können ja eigentlich nur die Engländer, oder? Nein, also ich würde gerne nochmal auf das Thema, was ihr gerade besprochen habt, so relativ intensiv nochmal kurz zurückkommen. Weil wenn man sagt, der Nachwuchs, dann ist ja Faktor Zeit ganz entscheidend. Und in der heutigen Zeit hat man eben keine Zeit, etwas aufzubauen, mittelfristig oder langfristig. Zumindest nicht die Vereine in der Bundesliga, die den Anspruch haben, eben um den Titel zu spielen. Beziehungsweise in der zweiten Liga, die das Ziel haben, ganz klar den Aufstieg in die erste Liga. Die Zeit hast du halt nicht. Also deswegen ist die Planung mittel- beziehungsweise langfristig eher für Vereine, sag ich mal, die so im gesicherten Mittelfeld sich immer aufhalten, aber schon das Ziel haben, eventuell oben mal reinzurutschen. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und das spiegelt sich auch wieder in der Nachwuchsarbeit. Wer hat denn heutzutage die Geduld, wirklich sich Mühe zu geben, zu investieren und Hauptaugenmerk zu legen auf den Nachwuchs? Das sind Vereine wie Freiburg, die gar nicht die Möglichkeit haben, zu sagen, wir wollen jetzt auch mal 20, 25 oder 30 Millionen investieren. Das können sie nicht. Ja. Also liegt da Hauptaugenmerk. Und ich glaube, das muss man alles unterscheiden. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit es gar nicht anders geht. Aber ich denke auch, dass die Spitzenvereine immer so eine Durchlässigkeit für junge Talente gewährleisten müssen. Also das heißt beispielsweise, dass junge Talente, das heißt die Jahrgangsbesten, dass die eine Perspektive sehen, vielleicht auch das ein oder andere Spiel zu machen. Das wirst du aber nicht bei Bayern München schaffen. Ist schwierig. Nein, das wirst du bei Bayern München nicht schaffen. Bei Bayern München besteht nur die Möglichkeit, dann eben ein gewisses Potenzial zu haben, um dann den Umweg zu gehen, ausgeliehen zu werden. Kimmich ist ein Beispiel, Lahm ist ein Beispiel. Lahm, um dann über den Umweg wieder zurückzukommen als mehr oder weniger fertiger Spieler. Aber das ist ja auch ein gangbarer Weg, das beispielsweise. Ja, natürlich ist es ein gangbarer Weg, ganz klar. Aber nimm noch mal das Beispiel Schalke 04, finde ich, die eine hervorragende Nachwuchsarbeit seit Jahren haben und immer wieder es geschafft haben, eben Leute tatsächlich aus dem eigenen Nachwuchs auch in die erste Mannschaft zu bringen. Also wenn ich jetzt nur mal an Sané denke oder an Kehrer zuletzt und die dann halt aber auch nach nur einem Jahr in der Bundesliga dann tatsächlich schon wieder für
Wahnsinnssummen dann transferiert werden. Sané hat roundabout 50 Millionen gekostet. Ja gut, okay, Kera. Das ist natürlich auch ein absolutes Top-Talent gewesen. Ja. Den kannst du dann nicht halten, wenn du jetzt nicht, sagen wir mal, regelmäßig Champions League spielst. Ja. Das ist sicherlich ein Problem. Und natürlich gilt aber auch für diesen jungen Bereich, den Nachwuchsbereich. Ich meine, wir haben eben auch über Sancho gesprochen, wir haben Callum Hudson-Odoi gesprochen. Das sind ja auch junge Nachwuchsspieler. Und da muss man allerdings sagen, in diesem Bereich gilt halt auch Wettbewerb. Wenn es kein vergleichbares deutsches Talent gibt, dann kommt es eben dazu, dass ein Verein mit Anspruch wie Borussia Dortmund oder Bayern München dann auch im Ausland guckt. Und das können wir zumindest, was die Spitzenvereine angeht, können wir diese Entwicklung einfach nicht zurückdrehen. Aber ich glaube, man muss einen Aspekt noch beachten. Ob Chelsea jetzt 65 oder 80 oder 90 Millionen für Pulisic ausgibt, ich glaube, das ist denen vollkommen egal. Die holen damit einen Spieler, der ist in Amerika der populärste Spieler auf diesem ganzen Kontinent. Das heißt, dieser Spieler wird sich amortisieren in 1-2 Jahren, vielleicht sogar schon in einem halben Jahr. Die holen damit ein Produkt. Ich glaube, denen geht es gar nicht darum, ob der jetzt Hazard verdrängt oder was auch immer. Das ist ähnlich wie bei Bayern mit Ramos. Die Bayern fahren nicht ohne Grund ins Trainingslager nach Südamerika. Ramos ist da ein Superstar. Ramos ist dafür verantwortlich, Bayern auf diesem Kontinent zu vermarkten. Ähnlich ist es mit Pulisic. Deswegen glaube ich, dass so Summen am Ende für die Vereine vollkommen egal sind. Aber was da gar nicht gesehen wird, dass die Summen, dass das immer verrückter wird, das ist doch, glaube ich, außer Frage. Aber die ganzen Chancen, die da drin stecken, jetzt reden wir nicht immer nur über Bayern, über Dortmund, sondern für Mannschaften, die Spieler rausbringen, weil sie ein gutes Scouting-System haben und einen Spieler für 40, 50 Millionen kaufen. Also das Geld hätte ich gerne für unseren HSV. Von daher sind auch viele Chancen auch für Vereine, um sich zu stabilisieren finanziell und auch für Dortmund. Glaube ich, mit dem dicken Festgeldkonto können die auch mal einen Spieler für 60, 70 Millionen holen. Also es sind auch viele Chancen da, vor allen Dingen die Mentalität, die eben gut beschrieben wurde in England. Wenn das nichts kostet, ist es nichts. Birkt hat auch viele Chancen. Und das neutralisiert sich in England ja auch selber, indem die alle mit Geld um sich schmeißen, aber am Ende dann meistens immer eh nur einer sich durchsetzt und in der Champions League dann meistens doch andere den Titel holen. Also von daher gibt es auch, finde ich, viele Chancen und die muss man auch sehen. Gerade als kleinere oder mittlere Vereine, wenn die eine gute Ausbildung in die Spieler stecken. Also ich bin schon beim Stefan auch, dass das bei den großen Vereinen natürlich schwieriger ist mit der Zeit. Klar, da ist der Druck auch von außen. Aber Zweiter- oder Drittligist, da machen es die meisten ja auch nicht. Also da habe ich genügend Zeit, den Jungen eine Chance zu geben. Im Übrigen ist die dritte Liga ja auch installiert worden als Nachwuchsliga. Da sehe ich leider weit und breit nichts. Also ganz oben bin ich bei dir, aber in dem mittleren, unteren Bereich, glaube ich, sind wir voll auf dem Holzweg. Was muss ich ändern? Alles. Sagst du jetzt wahrscheinlich. Na, die grundsätzliche Denkweise mal, dass man überhaupt einmal die Vereine auch von den Fernsehgeldern ein bisschen besser stellt. Die Kluft, erste, zweite Liga, okay, dann ist ein closed job und dann kommt dritte Liga und das Nirvana. Das muss man finanziell einfach so sagen. Und wenn man da ein bisschen Geld projektbezogene Nachwuchsarbeit geben würde, ich meine, wenn ich höre, dass in der ersten, zweiten Liga 1,5 Milliarden umgedreht werden oder Fernsehgelder bekommt und die dritte Liga oder auch die Regionalligist, die machen auch gute Nachwuchsarbeit, sind nicht ein paar Prozent, ist die dritte Liga oder die Regionalligen wert, dass man da was im Nachwuchs tut. Da muss man schon mal Gedanken machen, ob das dann noch sinnvoll ist. Ja, da muss man natürlich aber auch jetzt, sagen wir mal, als Zweitliga- oder als Drittliga-Trainer den Mut haben, diese jungen Leute dann einzusetzen. Weil häufig ist es so, dass da, ja, ich sag mal, so eine Art Kick-and-Rush gespielt wird, was jetzt für junge technische Talente, die jetzt 17, 18 sind, nicht unbedingt die allerbeste Ebene ist, um sich auszuprobieren, um sich zu entwickeln. Ja, das mag schon sein, aber wenn natürlich der finanzielle Druck so da ist, aus der dritten Liga unbedingt raus zu müssen, wir es unterhalten würden, uns in der dritten Liga sportlich, das ist eine richtig geile Liga, wahnsinnig wohlfühlen. Bloß selbst wir haben den Druck, rauszukommen, weil sonst überlebst du das ja nicht. Ja. Ich meine, das muss man sich vorstellen, wir bekommen 900.000 Fernsehgelder, knapp 1 Million. Und in der zweiten Liga werden im Schnitt 10 bis 12 Millionen verteilt. Da muss man sich doch wirklich mal die Frage stellen, ob das Konstrukt System deutscher Fußball nicht irgendwann einmal zu hinterfragen ist in der Basis. Wir brauchen ja nicht Unmengen von Geld. Wir brauchen nicht für 60 Millionen einen kaufen. Aber wir müssen doch zumindest so viel Geld haben, dass man den jungen Leuten die Möglichkeit geben kann, sich zu entwickeln. Und wenn er sich in der dritten Liga durchsetzt, wenn ein 17-Jähriger, 18-Jähriger mit HNE Kaiserslautern spielt und der setzt sich da durch, dann ist er doch interessant, vielleicht einmal für die zweite, erste Liga. Ja, und ich brauche nicht immer noch Argentinien oder so 14 Millionen überweisen. Das investiere ich doch lieber mal im Land. Ja, genau. Gerechtere Aufteilung ist die Botschaft von Mali Schwabe. Ich glaube, ein sehr sinnvoller Gedanke, über den man unbedingt nachdenken sollte. Und da muss was geändert werden. Ja, nachdenken oder ja, müssen wir gleich auch noch mal über Franck Ribéry. Ja,
Ihr wisst schon, wovon wir reden, ne? Der Goldene, wie es so schön heißt. Vorher haben Sie die Chance, noch mal was zu gewinnen. Das iPhone X und 3000 Euro. Bis gleich. Hallo von Adel und Band, wir sind zurück live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Und Ruth, übernimm bitte. Ich übernehme. Wir haben ja schon viele Zahlen heute in die Runde geworfen. Also haben diesen irren Transfermarkt diskutiert und haben Sie, liebe Zuschauer, natürlich auch gefragt, was Sie davon halten. Natürlich wissen wir alle, dass der Markt so ist und diese Gelder gezahlt werden. Aber wir haben festgestellt, nachvollziehbar ist das für die wenigsten. Das war unsere Frage der Woche. Die lösen wir jetzt am Dopafon auf. Das macht doch tatsächlich den Fußball kaputt und steht in keinem Verhältnis zu, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal die Handballspieler, die im Moment um die WM kämpfen und in zwei Spielen für Begeisterung gesorgt haben. Also da müsste dringend Einhalt geboten werden. Für mich sind diese Preise gerechtfertigt. Solche hochkarätigen Spieler wie Pulisic etc. sind einfach dieses Geld wert. Ich finde es schlimm, dass gerade so junge Spieler auch schon für so viel Geld wechseln. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll und manche Vereine haben dann auch einfach gar keine Chance. Dass die Ablösesummen so hoch sind, das gleicht schon fast einem Viehhandel auf dem Weltmarkt. Die Spieler sind bei Weitem diese Summen gar nicht wert, aber es wird im Moment bezahlt, weil das Geld wohl da ist. Das ist das Problem, was von England nach hierhin rüberschwappt. Ja, also vor allem in England wird das bezahlt. Da haben wir den Pulisic-Transfer eben ganz vorne und da haben sich jetzt nicht nur die Fans dazu geäußert, sondern auch Leute aus der Bundesliga. Zum Beispiel Max Eberl von Borussia Mönchengladbach, der Sportmanager, der hat nämlich wirklich von pervers gesprochen und sagt da, das sind Dimensionen, die vielen Vereinen in der Bundesliga echt Probleme bereiten können. Marcel hat vorhin gesagt, ist natürlich auch eine Chance, aber Max Eberl sieht da eben eher die Probleme und er hat das auch nochmal in einem O-Ton erläutert. Ich meine einfach, dass den Christian Pulisic-Transfer, wo man den BVB ja beglückwünschen muss und die Bundesliga beglückwünschen muss, weil Pulisic ist ein Spieler aus Amerika, der in Dortmund seine ersten Meriten sich verdient hat und jetzt als Weltklasse-Spieler zum FC Chelsea wechselt für eine extrem hohe Ablösesumme. Ich habe es als Beispiel genommen, dass ein Spieler für ein Jahr Vertragslaufzeit eben eine Ablösesumme erzielt, die für mich außergewöhnlich ist. Und damit außergewöhnlich meine ich nicht toll, sondern außergewöhnlich mit Fragezeichen, weil es eben eine sehr große Summe ist. Das wollte ich damit sagen, das wollte ich damit beschreiben. Wie gesagt, wenn natürlich die großen Vereine sich untereinander nur die Spieler verkaufen und das mit diesen Ablösesummen, das wird darauf hinaus zielen, dann ist das, glaube ich, nicht sinnvoll für den Wettbewerb. Und das ist das, was ich im Grunde ansprechen wollte, dass wir uns alle schon bei aller Wettbewerb auch das Finanzielle haben sollen, dass man es verstehen kann, dass man sagen kann, okay, die Summen sind irgendwie nachvollziehbar. Und das, glaube ich, ist ein bisschen das Problem, dass es irgendwann nicht mehr der Fall sein wird. Also der Gedanke ist ja gut, aber ist das realistisch? Also grundsätzlich wirst du ja immer Pro und Contra haben, ne? Worüber man diskutiert. Die einen sehen es so, das haben wir gerade auch bei diesen Anrufen gehört. Die anderen sehen das positiv, negativ. Das wirst du immer haben. Grundsätzlich ist das eine Entwicklung, mit dem wir uns einfach anfreunden müssen. Es ist einfach so, wir können es ja nicht stoppen. Und die Vereine müssen das Spiel natürlich dann ein Stück weit auch mitspielen, damit sie in der Entwicklung nicht stehen bleiben. Also ich glaube auch, dass sich das noch weiterentwickeln wird. Allerdings glaube ich nicht, dass es viele Spieler geben wird, die 150, 200 oder über 200 Millionen den Verein wechseln. Ich glaube, das sind die absoluten Ausnahmespieler wie Mbappé oder Neymar. Aber da gibt es nicht so viele. Aber das ist schon eine Entwicklung, die einen Angst machen kann. Aber man muss sie akzeptieren. Also wir können es sowieso nicht stoppen. Wir, die wir hier sitzen, sowieso nicht. Beim Pulisic muss man aber sagen, Michael Zorc, Hut ab, gut verhandelt, oder? Kann man mega, sagen. Mega. Und bei Chelsea ist eh wurscht, oder? Die haben nur. Ja, das ist so. Ja, aber Max hat ja irgendwie auch gesagt, das könnte ein Problem für die Bundesliga werden. Mann, die habe ich noch richtig verstanden, oder? Warum? Das Geld immer nur bei den gleichen Vereinen. Ja, weil am Ende profitiert er ja auch wieder davon. Ne? Das sind wir wieder bei dem Beispiel Hazard. Aber nur weil er jetzt so jemanden sozusagen in Anführungsstrichen Verkaufsobjekt wie Hazard hat, der jetzt möglicherweise eventuell für Borussia Dortmund interessant sein könnte und Borussia Dortmund durch die Einnahmen von Pulisic vielleicht etwas mehr für ihn ausgibt, als sie sonst ausgeben würden. Das ist schon richtig. In dem Fall würde Borussia Mönchengladbach vielleicht auch ein klein wenig davon profitieren. Andererseits würden sie natürlich
natürlich einen wichtigen Spieler verlieren, den sie sonst vielleicht nicht verloren hätten. Nur wenn man dann noch etwas weiter runter geht, da bleibt dann von diesen großen Geldflüssen wirklich nichts mehr hängen. Es sei denn, du hast durch Zufall irgendwie ein absolutes Ausnahmetalent in deinen Reihen. Nur wenn du das hast, als Zweitligist beispielsweise, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr groß, dass der schon im Alter von 16 oder teilweise ja sogar noch jünger in das Nachwuchsleistungszentrum eines Erstligisten gehst. Also in der Tat, die vorderen Vereine, Bayern München, Borussia Dortmund, Leipzig, vielleicht auch noch Leverkusen, Gladbach, die Ebene, Schalke 04, die könnten tatsächlich von diesen Geldflüssen profitieren, darunter aber nichts. Da bleibt nicht mehr viel hängen. Man muss ja auch sagen, dass Dortmund aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Dortmund stattet seine Spieler ohne Ausstiegsklauseln momentan aus. Sancho hat einen Vertrag jetzt verlängert bis 2022 ohne Ausstiegsklausel. Das heißt, Weißt du das sicher? Das habe ich nachgelesen. Nein, das ist so. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sancho derjenige ist, der sich so weiterentwickelt, gehen wir mal davon aus. Dann gehen wir mal davon aus, dass da Angebote eintrudeln werden, die über 150 Millionen vielleicht mal irgendwann liegen werden. Dementsprechend muss man Dortmund da wirklich ein Kompliment machen. Aber ich glaube schon, dass da unten was ankommt. Wenn du gut ausbildest und gibst den Jungs relativ früh einen Vertrag und die gehen dann den nächsten Schritt, dann ist doch der Sinn erfüllt. Also wir haben uns auch gefreut für den jungen Kerl, nicht nur für uns. Sag mal, wer es war. Gut, aber der Markt ist ja auch durchgescoutet. Das heißt, wenn du wirklich, also nehmen wir mal an, du hast ein absolutes Top-Talent, dann hat das doch sehr wahrscheinlich schon irgendwie, also, oder du musst ganz schnell sein, oder die Eltern oder die Berater, die es auch in dem Alter schon gibt, die wissen natürlich, was der Junge wert ist und haben dann tatsächlich schon mal mit einem größeren Verein gesprochen. Ja, aber die Frage, wie kümmert mich um den? Den haben wir mit 10 Jahren Klar. bekommen, haben jetzt 6 Jahre entwickelt. Nicht nur sportlich, auch schulisch, persönlich. Also der hat mir genug Nerven gekostet. Da war ich ungefähr dreimal beim Rektor wegen Karim. Aber der hat dann die Kurve bekommen und hat sich wirklich super entwickelt. Wir haben den einen Vertrag frühzeitig gegeben. Der war gut aufgehoben und jetzt haben wir einen guten Transfererlös erzielt. Das ist doch genau der Sinn. Ja, warum soll Taching sonst existieren? Ja, aber das gelingt dir natürlich auch nicht mit jedem Spieler oder nicht jeder Spieler hat die Veranlagung. Die 3,5 habt ihr bekommen oder ein bisschen mehr, hat es zerquetschte mehr, ne? Von da weißt du mehr als ich. Das halte ich für ein Also wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Preis bekommen. Das muss man dann sag doch den Preis, wenn du sagst, ich zähle Blödsinn. 3er war schon davor. Wie kommt... Er muss es doch mal wirken lassen. So. Wie kommt so eine Summe zustande? Er ist 16, haben wir gerade gesagt, ne? Der ist 16, der wird jetzt 17 hatte, werden. Der hat einen Vertrag gehabt und auch nicht nur der Michael Zorc kann gut verhandeln. Das heißt, da haben wir schon... Sondern auch Manni Schwabe, ja. Nee, aber es ist immer Angebot und Nachfrage. Ich meine, für RB Salzburg, ich meine, die werden den jetzt weiterentwickeln und wahrscheinlich dann irgendwann nach England verkaufen. Aber dann ist doch die Kette, wenn wir dann auch noch was bekommen, aber da muss ich erst noch mal schauen, ob wir da Ablöse beteiligt sind. Aber die Frage ist ja, investieren wir das wieder weiter in Nachwuchs? Oder machen wir uns jetzt auch wichtig und kaufen teure Spieler ein? Das wollen wir doch gar nicht. Wir fangen jetzt wieder an und wollen einen neuen entwickeln. Ich wollte trotzdem noch mal wissen, wie die Summe von 3,52 zustande gekommen ist. Im Verhandeln. Das ist genauso, wie jetzt der Pulisic nach Dinget, nach Chelsea. Ist auch frei verhandelbar. Ja, genauso war das frei verhandelbar. Die Frage ist, gibt es den Jungs frühzeitig einen Fördervertrag? Also da muss man halt schneller sein, bevor dann die Berater kommen oder die Eltern dann unruhig werden. Aber in dem Fall, der hat sehr vernünftige Eltern auch gehabt. Die arbeiten auch bei uns. Die haben wir frühzeitig gebunden. Mhm. Und dann war der gut aufgehoben. Die Frage ist, er muss sich zu früh zu einem großen Verein? Ich sage nein. Der kann sich durch den Unterhaching wesentlich geräuschloser entwickeln, wie wenn er schon mit 12, 13 bei einem großen Verein ist. Und da ist ja der Druck schon viel größer. Aber findest du das jetzt gut, also dass er den Schritt macht mit 16? Oder ist das zu früh aus deiner Sicht? Finanziell für uns war der Schritt richtig für ihn. Sportlich auch, weil da sind wir in Deutschland auch wieder ein bisschen der Musik hinterher. Der dürfte ja, also normal würde ich den ja gerne in der dritten Liga sehen mit 16. Aber in Deutschland geht das nicht. In Österreich geht's. Also auch da, das ist ein Thema, wo wir ein bisschen nachdenken müssen. Und der war schon so weit, der lacht sich nur 19 Bundesliga lacht er. Und im Erwachsenenfußball, selbst wenn es nur Österreich ist, da wird er halt anders gefordert. Aber da müssen wir da mal überlegen, warum darf ein 16-Jähriger nicht dritte Liga spielen, sondern muss ihn nach Österreich geben. Da muss man sich auch mal die Frage stellen. Also ich habe da keine Antwort drauf. Ach so, ich dachte, du hättest... Vielleicht hast du eine. Nein, mit 16, keine Ahnung.
Ich bin ja eher bei dir. Sollen sie im Umfeld spielen? Ja, aber in andere Länder geht es ja auch. In England darfst du auch mit 16 spielen, in Spanien. Bei uns geht es halt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir da solche Gesetze und Vorschriften, dass man halt da nicht dann... Aber ich finde schon, da hat auch jemand wie Sie oder wie du, habt ihr auch schon eine Riesenverantwortung. Also ich meine, ich habe mit 16, was hatte ich da für ein Einkommen? Oder da habe ich vielleicht 25 Euro Taschengeld bekommen? Weiß ich nicht. Eine Ausbildung habe ich gemacht. Okay. Aber der verdient, der ist dann 3 Millionen wert. Also wie macht man so einem Spieler, wie macht man dem das... war. Also wie sagt man dem Jungen, du gehst jetzt für 3 Millionen. Also da ist ja auch die Gefahr, dass der abdreht. Ja, das ist eine Frage vom Umfeld. Der Einfluss vom Umfeld ist ja meistens so, dass er halt in die eine oder andere Richtung geht. Ne? Eltern, Berater, Freunde, das ist ja immer das Thema. Kicken können die alle, aber nur die sportliche Qualität reicht halt nach oben nicht. Du musst auch die Persönlichkeit entwickeln und einmal, wenn der erste Windstoß kommt, nicht gleich umfallen. Da spielen ja viele Dinge eine Rolle, aber ich meine, die Summen sind ja noch aus meiner Sicht human. Wir haben jetzt über 100 Millionen gesprochen. Ja. Dann glaube ich, wird er mit den 3 Millionen auch zurechtkommen. Du auch, das haben wir jetzt klar. Ja, Nicht, der Verein. Ne? Du hast mal genickt oder wolltest du widersprechen? Ich glaube, wie der Markt sich entwickelt, da haben wir wenig Einfluss drauf. Aber die Verantwortung, die Sozialverantwortung, das kommt ja auch nachher noch, die steigt natürlich auch damit. Wie gehe ich damit um? Und da sind Eltern auch ganz anders gefordert. Auch wenn sie in so eine Situation auf einmal reingleiten, dass ihr Sohn dann einmal so eine Rolle einnimmt in der Familie und auch die Berater. Da muss viel mehr gearbeitet werden, auch menschlich. Weil was bringt dir das am Ende als 16-Jährige, wenn du danach den nächsten Schritt nicht machst? Andererseits muss man auch sagen, dass wenn er zu Leipzig geht, die haben ja eine ganz klare Philosophie, Salzburg. Wie sie auch Salzburg. Erst zu Salzburg, dann geht man zu Leipzig. Genau. Das ist immer geht immer so in die Richtung. Das ist das magische Dreieck. Nein, aber, und man verdient dann mit, hat er gesagt. Der Verein. So, da ist es wichtig, glaube ich, dass da Konzepte sind, auch die Vereine auch haben, wie die mit den jungen Spielern umgehen. Ne? Mhm. Auch die Förderung neben dem Fußballplatz wird ja da auch gefördert. Das war ja auch mal anders, dass Vereine da auch aufrüsten und nachrüsten. Aber die größte Verantwortung liegt bei den Eltern, bei dem Umgang, dass man da viel mitgibt und eine gewisse Stabilität, dass du halt noch nichts erreicht hast mit 16, sondern irgendwann mal im Männerfußball ankommen willst. Und das ist schon wichtig. Aber das ist eine Entwicklung. Also du kannst ja nicht sagen, mit 16 musst du funktionieren. Das ist eine Entwicklung, die Jahre davor. Ich meine, der hat auch mal eine Phase gehabt, wo er nicht so funktioniert hat. Keine Hausaufgaben. Der hat gedacht, das interessiert mich gar nicht. Ich werde Profi wahrscheinlich. Ne? Ich werde Profi, aber ohne Hausaufgaben kein Training bei uns. Ne? Dann hat er halt einmal 14 Tage nicht trainiert. Ne? Richtig so. Das hat ihm auch nicht geschaut. Im Gegenteil. Also du musst schon frühzeitig dran sein, dass die Jungs nicht auf die falsche Bahn kommen. Das geht nicht einfach mit 16, 17, jetzt funktionieren wir. Gibt es auch bei 35-Jährigen, wo es schief geht. Wann hast du denn angefangen? Mit was? Mit Fußball, nicht mit Hausaufgaben, nicht mehr machen. Laut meiner Mama schon sehr früh, das Kinderzimmer hat gewackelt schon und dann mit 4 Jahren im Verein. Okay, und wann bist du Profi geworden? Mit 17 fing es an und dann 18 ersten Vertrag. Warum hast du mit 29 schon aufgehört? Nur 12 Jahre reichte dann irgendwann in dem Geschäft. So. Okay. Ja, Marcel ist jetzt 33 und du hast über die noch. Ich habe ja auch nicht aufgehört übrigens, ne? Ich spiele in der Landesliga. Du spielst noch in der Landesliga, Entschuldigung, das stimmt, natürlich. Du hast über die noch Älteren gesprochen, über die 35-Jährigen zum Beispiel. Über Franck Ribéry reden wir gleich. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. So, und weiter geht's bei uns. Ich sag mit Franck Ribéry. Er ist eigentlich immer noch der Alte. Auf dem Platz erlebt er gerade seinen dritten Frühling. Neben dem Platz ist er auch nicht gerade besonders altersmilde. Im Herbst gab es diesen tätlichen Angriff auf einen kritischen Sportreporter und jetzt die Goldsteak-Affäre. Das hört sich auch wunderbar an. Ne? Und eine heftige verbale Entgleisung. Alles ganz frisch serviert und scharf gewürzt in So schaut's aus. Prost Neujahr, Franck Ribéry, oder soll man besser sagen, Prost Mahlzeit. Der französische Feinschmecker und das Steak des Anstoßes. Auf dem Platz kann einer wie Ribéry immer noch aus Scheiße Gold machen. Hier war es eher umgekehrt. Wütende Kritik, Gold fressen, pervers, wie kann man nur. Aber Ribéry ist nicht der einzige Fußballer, der seine Kohle dämlich zum Fenster hinauswirft. Andere fahren teure goldene Schlitten. Großverdiener müssen auch im Sinne der Fans das Geprotze endlich sein lassen. So schaut's aus. Pervers sind übrigens auch die Strafen der Clubs. Pervers sinnlos. Ribéry muss jetzt einen hohen Betrag bezahlen. Einen sehr hohen, sagt der Sportdirektor. Was ist sehr hoch? 100.000 Euro? Dafür muss seine Großmutter lang für stricken. Ribéry muss dafür genau 3 Tage arbeiten. So werden Geldstrafen zur Witznummer. So schaut's aus.
Von uns aus kann sich Ribéry jeden Tag 5 Goldsteaks reinpfeifen und zum Nachtisch gerne noch 40 Melba mit Platinstaub und geriebenen Perlen. Dekadent, egal, bon appetit, alles Privatsache. Aber dann bitte auch keine öffentlichen Protzvideos, keine Ausraster, keine Tätlichkeiten und keine Pöbeleien. Ribéry ist ein überragender Kicker und eine vereinstreue Seele. Im Gegensatz zu vielen Söldnern in der Branche. Schon 12 Jahre bei den Bayern. Und die haben diesen ständig brodelnden Vulkan genauso lange nicht in den Griff bekommen. Früher sind verdiente Spieler für Fehlgriffe unerbittlich und überzogen bestraft worden. Heute möchte man den Clubs zurufen, kriegt eure Protzkönige endlich in den Griff. So schaut's aus. Stefan, kommt es mir noch so vor oder waren früher die Strafen eigentlich härter? Die Strafen härter? Ja. Du wurdest auch mal bestraft, ne? Wir haben gerade auch bestraft. Du wurdest nach Hause geschickt. Und zum Beispiel. Ich musste auch bezahlen, wurde auch mal nach Hause geschickt. Ich habe gehört, dass du nie bezahlen musstest. Ich wurde aber auch nach Hause geschickt. Das weiß ich auch noch. Also ich war so ähnlich wie du unterwegs damals. Ja, also ich meine, ja. Strafen muss es immer geben. Das muss aber jeder Verein auch selber verantworten. In Bezug auf Ribéry und den FC Bayern habe ich nur ein bisschen Bauchschmerzen eben mit der Kommunikation, dass sie nicht gesagt haben, diese Summe wird Frank Ribéry bezahlen und diese Summe geht an diese öffentliche Einrichtung. Das hätte ich für gut gefunden, das haben sie nicht getan. Deswegen bleibt das so ein bisschen im Verborgenen. Aber wir haben so viel über dieses Thema diskutiert und geredet. Ich glaube, wie viel haben wir noch? 13 Minuten oder wie viel? Du kannst dich auslassen. Müssen wir jetzt 13 Minuten über das Thema reden. Ich glaube, er hat die Strafe bekommen. Wir wissen doch alle, dass er es nicht öffentlich hätte machen sollen dürfen. Das wissen wir auch alle. Die Wortwahl war natürlich eine Vollkatastrophe. Ich glaube, es ging um die Wortwahl hauptsächlich. Das ist natürlich der entscheidende Punkt. Ja, müssen wir nochmal sagen. Und die Konsequenz mit eben dieser Geldstrafe und nicht mit einem Rauswurf oder wie auch immer, halte ich für absolut in Ordnung, weil Ribéry einfach einen unglaublich nach wie vor sportlichen Wert hat. Ich glaube, das hat er in dem Spiel gegen Frankfurt noch mal bewiesen, wie wichtig er nach wie vor ist, um die Ziele halt nicht zu gefährden, die sportlichen Ziele. Und darum geht es in den nächsten 5 Monaten und um nichts anderes. Aber ist das nicht genau der Punkt, ne? Glaubst du, die hätten einen 19-Jährigen, der das gemacht hätte, genauso bestraft oder hätten sie den rausgeschmissen? Ja, das ist ja jetzt alles relativ. Jetzt würden wir philosophieren, das wollen wir ja nicht. Ja? Also Fakt ist, Ribéry ist es passiert. Fakt ist, dass Ribéry auch in der Vergangenheit des Öfteren was passiert ist. Aber ich glaube, dass sie einfach diesen sportlichen Wert von Ribéry sehen und dieses so wichtige Spiel gegen Eintracht Frankfurt, falls wir uns noch erinnern können, in der Hinrunde das letzte Spiel, das war das wichtigste Spiel für den FC Bayern, das hat er entschieden. Also wenn er bei 100% ist, ist er nach wie vor enorm wichtig. Und ich glaube, das sollte man in den Vordergrund stellen. Aber wir reden hier über die soziale Verantwortung. Es geht ja nicht jetzt Geldstrafe, die ist mir wurscht, ob der eine Geldstrafe kriegt oder nicht, sondern ich finde, das Thema muss man dann auch innerlich richtig beleuchten. Und der FC Bayern stand eigentlich in der Vergangenheit immer sehr für starke Sozialkompetenz, gerade wenn etwas schief geht. Nur wenn ich 35 Jahre bin und ich mag Frank eigentlich privat, ja, und ein goldenes Steak esse, was ich jetzt prinzipiell nicht mal schlimm finde, vielleicht hat er es auch noch geschenkt bekommen. Aber wenn dann Fans das blöd finden und kommentieren, dann muss ich drüber stehen und sagen, das ist so und kann nicht reagieren wie ein Jugendlicher, ja, wenn ich 35 bin und 12 Jahre beim FC Bayern steht. Also da muss es auch mal aufhören und da muss man auch mal dann das anders kommunizieren und die Fans sind dann nicht mit zufrieden mit einer Geldstrafe, sondern eher mit einer aufrichtigen Entschuldigung, die da mal angemessen wäre. Da hast du schon recht, aber dann müssen wir ein paar Wochen zurückgehen und nehmen wir die PK, weil du hast gerade gesagt, der FC Bayern, der steht für diese Werte. Früher. Dann hätten da sich die Verantwortlichen des FC Bayern auch schon anders verkaufen müssen. Ja, also das war ja auch nicht alles richtig. Aber ich zeige mit dem Finger nicht auf irgendjemand, weil ich war auch nicht ohne, das muss ich mal dazu sagen. Ich darf nicht hier sitzen und sagen, der Fehler ist nicht da. Ne? Der Fehler finde ich ist nicht das Problem, sondern mal drüber zu stehen und auch mal Kritik zuzulassen. Und das scheint da nicht so gut zu funktionieren. Das wird er ja. Also Fakt ist ja, dass in 5 Monaten oder 6 Monaten der Vertrag ausläuft und dann ist die Reise Ribéry Bayern München auch beendet. Ja, aber wir müssen aber noch weiterdenken, Stefan. Es geht ja um die Frage, wird Ribéry dem FC Bayern danach erhalten bleiben? Es steht im Raum, dass er vielleicht Jugendtrainer wird. Es steht im Raum, dass er vielleicht Repräsentant des Clubs wird. Ribéry wird ins Ausland gehen. Okay, also meinetwegen, aber dann wird er zurückkommen, weil er wird nicht nach Frankreich gehen, weil ihn da keiner mag. Also ich glaube schon, dass sein Lebensmittelstandpunkt, das wird schon München sein. Aber ich glaube, das Problem ist, man hat es zur Bagatelle abgetan. Sportlich können wir alle dem lieben Fußballgott danken, dass der 12 Jahre oder 10 Jahre bei uns gespielt hat in Fußball Deutschland. Absolut. Aber menschlich, aber ich finde, es ist eine absolute Katastrophe. Wie bitte? Ist
ist seine Privatsache, was er da macht. Keine Frage, aber dann soll er es privat auch regeln. Also nicht, soll was er sagt, gesagt hat, sondern was er gemacht hat. Ja, aber das Problem ist... Es geht ja auch um das, was er gesagt hat. Es geht um das, was er gesagt hat. Aber sich auch sozial irgendwie weiterentwickeln muss. Aber wie soll ein Verein da reagieren? Mir wurde die Frage auch gestellt, wie würdest du reagieren als Vereinspräsident? Ja. Da habe ich erstmal gesagt, unsere Spieler werden sich nicht ein Monatsgehalt leisten, um sich Essen zu kaufen. Aber wie reagierst du dann im Nachgang? Also Geld, naja, man könnte ja zumindest eine öffentliche Entschuldigung von ihm verlangen. Genau, das könnte man machen. Sagte, und die ist ja nicht erfolgt. Genau. Vor allem, wenn man der FC Bayern stellt, wir haben es ja gesagt, die PK stellt sehr hohe moralische Ansprüche, dann bitte schön auch an alle zwei Monate für was entschuldigen muss. Ja, aber Aber wie willst du sowas verhindern? Aber vielleicht hat er auch keine Lust, sich alle zwei Monate öffentlich zu entschuldigen. Wie willst du sowas verhindern? Die Frage wurde ja gestellt, ihr hättet es verhindern müssen, aber... Ich meine, das war eine emotionale Aussage Verhindern über die sozialen Medien. Da mache ich dem Bayern auch keinen Vorwurf. Auch nichts machen. Wir erinnern uns vor fünf Minuten an Stefan Effenberg gesagt, wollen wir jetzt wirklich uns so lange darüber unterhalten und ihr flippt gerade total aus. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Weil ich muss eine kurze Pause noch machen, dann reden wir gleich weiter. Ganz in Ruhe. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Goldpass. Immer noch das Thema Franck Ribéry, Marcel. Du hast gesagt, du erwartest mehr von jemandem, der 35 ist. Ja, weil ich kenne ihn noch aus meiner Zeit privat, dass er ein guter Typ ist. Aber ich erwarte einfach dann keine Alibis und Geldstrafen, sondern eine aufrichtige Entschuldigung, die vom Herzen kommt. Und ich glaube, das wäre das Mindeste, was man machen kann, wenn man als Ikone des FC Bayern so auftritt und verfehlt. Was passiert? Alle machen Fehler, aber eine aufrichtige Entschuldigung und nicht in 120 Minuten Salihamidzic keine Gegenfragen stellen und so sind wir mit dem Thema und dann beenden und das dann laufen lassen, finde ich nicht gut. Ich glaube, den größten Schaden hat er als Person genommen. Ich glaube, dass der FC Bayern genau richtig reagiert. Hohe Geldstrafe für einen guten Zweck. Wenn ich einen Uli und einen Kalle kenne, dann wird das eine sehr hohe Geldstrafe. Und wenn es für einen guten Zweck ist, ist er allen geholfen. Bevor man den jetzt rausschmeißt, ein halbes Jahr vor seinem Karriereende vielleicht beim FC Bayern. Also, nächste Woche geht es wieder los mit der ersten Bundesliga. Marcel, du hast noch ein bisschen Zeit. Deswegen, am Wochenende ist die Wahl. Du möchtest HSV-Präsident werden, des e.V. Wie bist du auf die Idee gekommen? Auf die Idee haben mich wichtige Menschen gebracht, die auf mich zugekommen sind, als der Posten frei wurde und haben mich angesprochen, Mitglieder, Fans, Bekannte, Freunde haben gesagt, Marcel, bitte bewerb dich. Wir möchten, dass das höchste Ehrenamt im Verein auch beide Säulen versteht, also sowohl den e.V., den Vereinssport und den Breitensport, als auch die AG. Und da bin ich seit 11 Jahren nah dran und nachdem ich dann viele Gespräche mit den Verantwortlichen geführt habe, Da habe ich mir Zeit gelassen, um wirklich zu verstehen. Und da haben wir sehr, sehr gute Menschen im Verein und die möchte ich gerne verkörpern, vertreten. Selber als Amateursportler aktuell und auch eben schon wie aktuell im Aufsichtsrat. Und dafür trete ich an am Samstag, weil ich denke, dass ich für die Mitglieder sprechen kann. Marcel, dann freuen wir uns auf deinen nächsten Besuch. Dann als Präsident hier. Ja? Wir drücken dir Daumen. Viel, viel Glück. Danke. Auf jeden Fall. Guten. Hast du noch was für uns? Ja, auch in diesem Jahr haben wir natürlich am Ende der Sendung immer noch Spenden. Diesmal vom Café Heizer aus Brennberg und von Ingo 50 Euro. Dankeschön. Check24 verdoppelt wie immer. Und liebe Zuschauer, noch kurz der Hinweis, direkt im Anschluss an unsere Sendung können Sie, wenn Sie mögen, den Doppelpass nochmal angucken auf sport1.de/dopa und in der Sport1-App, falls Sie irgendwas verpasst haben oder noch nicht genug von uns hatten. Danke. Dankeschön, Ruth. So. Danke an euch. Manja, alles Gute. Marcel, alles Gute, wie gesagt. Nächste Woche, Simon Rolf ist hier. Thomas Doll kommt auch. Der hat schon aus Spanien eben was geschickt. Im Moment ist er noch in der Sonne. Also ich danke euch ganz herzlich. Jetzt geht's weiter beim Telekom Cup. Viel Spaß dabei. Düsseldorf gegen die Bayern. So, Prost. Schönen Sonntag.